Ihr könnt. Ja, wir können, das ist schön. Wir haben das Zeichen bekommen vom lieben Herrn Predator, der heute die Technik stellt. Und da wünsche ich doch allen einen wunderbaren, schönen guten Abend an diesem Donnerstagabend, der ja doch etwas kühler zum Glück wieder ist, wie es die letzten Tage war. Zumindest bei mir hier in der Bude ist es wieder recht angenehm und da macht's doch Spaß, den heutigen True Talent Cup zu casten, der da wieder ansteht, nachdem er letzte Woche ja ausgefallen ist. Ist Dino heute wieder am Start und wird da eine weitere Edition auf die Beine stellen. Wir sind in der zweiten Season und im dritten TTC dieser Season und da schon zwei TTCs jetzt hier vorher gefahren wurden, haben wir da natürlich auch ein paar Zwischenergebnisse, auf die wir nachher noch ein bisschen mehr eingehen werden. Wir sind leider nicht Predator und ich, denn der Predator hat heute noch ein paar andere Sachen auch am Hut und wird deswegen nur die Technik stellen. Aber ich habe mir natürlich gleichwertigen Ersatz gesucht und zwar ist das heute Sky. Guten Abend. Guten Abend, ja, freut mich. Bin gespannt, was der Tag heute so bezieht. Wir sind auch schon in der ersten Runde, wenn ich das richtig sehe. Richtig, da sehen wir die Autos hier so ein bisschen über den Server zuckeln. Da möchten wir uns natürlich direkt ein bisschen für entschuldigen, dass das direkt hier so am Ruckeln ist, aber das liegt, muss am Server liegen, also da können wir nichts für. Und das wird sicherlich auch dann besser werden, je weniger Spieler wir auf dem Server haben. Ja, wir haben ja auch schon die ersten, die direkt aufgegeben haben. Es waren ein paar, die am Start ganz spät erst losgekommen sind. Das wird sicherlich mit den Lags zusammenhängen. Richtig. Einige, die. Und jetzt haben wir hier einen Monster-Lag. Ja. Ja, drei Fahrer da direkt aufgegeben. Leaded, Sky und Web sind das. Oder wahrscheinlich ist der Name Red und der Clan ist Web. Das ist immer so eine Sache. Aber das sind nicht die einzigen, die rausfliegen, denn auch Omega steht hier noch rum. Von AE Gaming. Und Marco Uns scheint raus zu sein. uns auch. Oh mein Gott, da fliegen Ja. richtig viele gerade direkt schon raus. Ja. Sieht so aus, als ob er gar nicht erst losgekommen wäre, beziehungsweise in der ersten Kurve. Ja, Tyltalis fliegt da noch raus, Kazin fliegt raus, Solmir, Spetika, Bad Boy. Aber Kunz hatte ich da jetzt nicht gesehen. Der war ein bisschen weiter oben und sind auch nur bei 136 Ach richtig, Spielern, haben wir ich jetzt habe jetzt nur gesehen. bei den Kicks geguckt. Ja, dann ist er natürlich dann da nicht dabei gewesen, weil er ja auch selber noch einen Stream am Laufen hat. Ja, der Leck hat seinen ersten Opfer gefordert. Ja, ist schon Also. ziemlich übel. Die letzten Male war es nicht so schlimm. Jetzt sehen wir auch direkt Skillet, der hier wieder aufgibt. Wobei jetzt in der zweiten Runde, glaube ich, alle ganz gut durchgekommen sind. Ah, wir können mal in die Kamera gucken. Da sehen wir, dass Kunz noch am Start steht, in der freien Kamera. Ist natürlich auch nicht so sinnvoll, ob er jetzt hier vielleicht einen Slot noch blockiert nachher. Aber wir haben sowieso schon wieder zwei Fahrer, die aufgegeben haben. Und immer wenn vorne die Spitze ins Ziel fährt, gibt es einen riesen Monster-Lag. Ja, da haben wir diese Runde den Yannix relativ deutlich vorne mit einer 41,07, beinahe eine halbe Sekunde vorm zweiten. Ist immer ganz interessant zu sehen, wie schnell oder langsam die Spieler hier die Strecken lernen. Richtig, so, wir haben Und da. Skillet, Morten, Gasp und Azi jetzt out. Oder Asi, wie auch immer. Asi klingt irgendwie doof. Jedenfalls Kunz gerade auch nochmal als ausgenockter Fahrer da aufgelistet, aber hat im Endeffekt dann doch nichts mehr ausgemacht, da sowieso zu viele Fahrer da nicht gefinisht haben. Ja, nochmal das System kurz erklärt vielleicht. Wir haben hier 150 Fahrer, die in die Competition gehen und nach wird das Fahrerfeld eben dezimiert. Die schlechtesten Fahrer fliegen immer raus. Bei den ersten 50 Fahrern, also bis 100 Fahrer, werden drei Fahrer ausgenockt. Dann von 100 bis 50 Fahrern werden zwei ausgenockt und von 50 bis zum letzten Mann, der dann noch auf dem Server bleibt, ist es dann nur noch einer der ausgenockt und dann eben immer die letzten Positionen, die da rausgenockt werden. Jetzt momentan sind das Pikes und Hausmeister Krause, die nicht gefinisht haben. Und Eger ist der Letzte, der im Ziel ist. Der wird auch gekickt, genau. Jo, du hattest anfangs erwähnt, dass wir im dritten Rennen der Saison sind. Zwei Rennen hatten wir schon. Und da kann man vielleicht mal kurz drauf eingehen, wer da gewonnen hat. Im ersten
ersten Rennen hatten wir nämlich den Poker, der sich da den Sieg sichern konnte. Und im zweiten Rennen war es der Fabi Flyer, den ich heute aber noch gar nicht gesehen habe. Der Poker fährt aber mit, oder? Ja, Poker haben wir vorhin auf jeden Fall schon gesehen. Der hatte auch dann noch ein paar Join-Probleme. Konnte dann aber doch noch pünktlich wieder auf den Server kommen, hat das mit Dino da hingekriegt. Deswegen Poker auf jeden Fall dabei. Ja, Javi Flyer habe ich auch noch nicht gesehen, aber momentan ist die Übersicht ja eh noch nicht so gegeben. Da werden wir ihn möglicherweise nachher noch irgendwo entdecken. So, Unknown gibt hier direkt auf, kann nicht finishen, während Onyo die Runde gewinnt. Der sich vorhin auf den letzten Drücker noch auf den Server geschlichen hat, das war ziemlich lustig. War, glaube ich, wirklich 149 Fahrer waren auf dem Server und es hat eine ganze Zeit gedauert noch, bis Onyo dann gejoint ist als allerletzte. Mal sehen, ob er daraus Kapital schlagen kann heute. Ja, Onyo hat da das Potenzial auf jeden Fall zu. Während wir gerade noch als Out den Sepsay und den Bling gesehen haben, die sich da zusammen mit Unknown vom Server verabschieden. Man muss aber auch sagen, dass wir es nicht einfach haben. Wir haben natürlich einige starke Fahrer heute wieder mit dabei. Wir haben Karl Junior gesehen auf dem Server. Wir haben Spam natürlich wieder dabei. Roar, Tween, Leo von BX3, Ubeis. Also da sind schon einige am Start. Staber. Ja, das sind wieder die üblichen Verdächtigen. Ich denke, Tween ist auch nicht weit, wenn Kubeis da schon auf dem Server ist. Der ist ja auch zu. Ja. Denke ich, dass wir Tween auch wieder. Wir haben Onyo wieder auf dem zweiten Platz und auch Santana, unser Co-Caster, der ja hin und wieder auch mal hier in Erscheinung tritt, macht auch eine gute Figur da auf dem vierten Platz. Auch Kappa ist dabei, den sehen wir. Und Speedy mit dem schönen Stunt am Ende noch, fliegt dagegen das Schild und ist damit auch out, zusammen mit Legend und Vegeta. Und das war ja schon die erste Map. Das war die erste Map. Ja, bis auf uns ist, glaube ich, keiner rausgeflogen, den man eher im vorderen Feld erwartet hätte. Aber das ist natürlich immer so das Prozedere beim TTC, dass sich das alles erstmal so einpendelt und wirklich spannend wird es dann ab den letzten 50, ab den letzten 30 Fahrern. Muss man dann mal sehen, wer am Ende übrig bleibt. Genau. Die erste Map war ja relativ entspannt, bis auf die erste Runde, wo ja noch ein paar Leute rausgeflogen sind. Gucken wir mal, wie es auf der zweiten Map jetzt sein wird, während ich echt ultra lange Ladezeiten habe, was auch sehr ungewöhnlich ist eigentlich. Also der Server ist wohl nicht in der besten Verfassung momentan. Qualitativ sieht das von den Maps her aber auch alles ganz gut aus. Wir haben jetzt, glaube ich, gar keinen gesehen, der sich jetzt auf der ersten Map beschwert hat. Und so vom Overview her sehen die alle echt befahrbar und auch relativ selbsterklärend aus. Das ist immer was ganz Schönes für den TTC. Wir sehen das hier schon von oben. Sieht sehr eindeutig alles aus. Auch keine Riesensprünge dabei. Da hat der Mapper wieder einen guten Job gemacht. Ja, das ist der Zizo diese Woche. Den, der mir da tatsächlich nichts sagt, der Zizo. Ich glaube, der hatte schon mal einen TTC, aber so genauer sagt er mir auch nichts. So, ich versuche hier mal für die freie Kamera ein bisschen was zu finden. Ein bisschen blöd mit den Schildern da. Aber ich denke, es ist okay. Wir werden natürlich auch auf YouTube heute wieder dann ein VOD haben, welches ich momentan auch am Aufnehmen bin. Wir machen das Prozedere so wie vor 2 Wochen war das, glaube ich, als ich mit Pratt auch schon zusammengecastet hatte. Er macht hier die Technik und ich nehme das VOD auf und lade das nachher dann auf YouTube hoch. Und das Ganze ermöglicht es uns, sowohl den Stream als auch das VOD dann in HD zu präsentieren. Ich denke, das ist doch ein Anreiz, sich die ganze Geschichte nachher auch nochmal wieder anzugucken, denn leider schaffen wir das ja nicht allzu oft mit dem HD. Soll aber in früher Zukunft dann doch ein bisschen öfter gehen, hoffe ich doch. So, wir haben Elephant und Chicken fährt da auch noch rum. Aber Chicken, ja, hat einen Chicken was verpasst. Was wir auch gesehen haben, ist, dass DG, der hier als erster ins Ziel gefahren ist, wenn ich es richtig gesehen habe, gewartet hat am Ende. Der ist einfach rechts vorbeigefahren, anstatt über die Straße. Oh, also über den Rasen da? Ja, ja. Muss man mal sehen in der nächsten Runde. Ich glaube, es ist natürlich schwer zu sehen mit den ganzen Lecks, aber der war mir doch verdächtig weit neben. Dann gehen wir doch direkt mal auf TG drauf. Vielleicht ist das ja auch wieder jemand, nee, Sascha Pater, der sagt mir nichts. Vielleicht weiß das jemand im Chat, wer das ist.
aber ich kenne ihn nicht. Dann gucken wir doch mal, was dieser nette Herr TG da am Ende macht, ob das wirklich ein Cut ist. Aber aus der freien Perspektive sah das für mich auf jeden Fall aus, als ob es möglich wäre, diesen Cut da zu fahren. Timmy gibt da schon auf. Und wir kommen in die letzten Kurven und TG, ja, zusammen mit Röhr fährt er darüber. Und das scheint wirklich schneller zu sein. Wir sehen, wie sie da beide als Erste finishen. Und das ist schon mal was, was eigentlich... Das ist jetzt die Frage, was sie da so zu sagen, ne? Ja, normalerweise sind erlaubt ist, weil... Richtig. Normalerweise sind ja eigentlich Cuts nicht erlaubt. Nee, und TG und Röhr haben es hier jetzt gemacht, das ist... Ja, und die sind da weit vor dem Feld. Röhr mit einer 99, 37,99 und... Abgeflogen sind DRVK und er hier rausgeflogen mit noch irgendjemand anders, den ich jetzt nicht mehr im Blick hatte. Und jetzt haben wir hier von Barney die Bestätigung, dass übers Gras erlaubt ist. Also darf man hier wohl auf dieser mit cutten. Das ist eine interessante Info. Ich erinnere mich an ein Speed-TTC, wo auch ein Cut dann während dem TTC gefunden wurde, aber der war dann nicht erlaubt. Jetzt hat sich da Barney wohl anders entschieden. Ja. Hat da, aber es sind immer noch total wenige, die diesen Cut fahren. Schau mal in die freie Kamera, da fahren so viele noch außen rum. Und das kann am Ende echt eine entscheidende Geschichte sein. Wenn da irgendwelche Fahrer nicht mitbekommen, dass es hier diesen Cut gibt und dadurch dann am Ende rausfliegen. Wir haben Ice Thor auf der letzten Position. Der hier zusammen mit Balaton Sound 2015... Das ist möglicherweise auch irgendjemand anders, den man vielleicht kennt. Ja, und M-Kuhn, der auch noch rausgeflogen ist. Da sind wir jetzt schon direkt nur noch bei 110 Fahrern. Haben wir schon die Top 50. Ja, der Cut 50. Nimmt dann natürlich hier so ein bisschen die Berechenbarkeit aus der Map. Gerade dadurch, dass man am Ende dann nochmal übers Gras fährt. Das ist natürlich nochmal so ein Punkt, an dem man ganz viel... falsch, aber auch ganz viel richtig machen kann. Ja, genau, und es ist mal gespannt. Über so ein langes Grasstück ist es ja auch immer so eine kleine Zitterpartie, zumindest wenn ich fahre, versuche ich da immer noch so eng wie möglich da in das Ziel jetzt reinzufahren und würde dann wahrscheinlich da voll an der Ecke hängen bleiben. Ultra Leck hier wieder auf dem Server. Wir sehen, Elefant ist wieder sehr, sehr weit hinten. Hat aber Glück diese Runde. Hat extrem viel Glück, dass Mini da aufgegeben hat, noch vor... bevor hier überhaupt alle losgefahren sind, hatte Mini schon aufgegeben und er ist dementsprechend jetzt raus. Abydos ist raus und Klaspes ist auch raus. Ja, und Elephant schafft die Top 100. Da ist ja vielleicht sogar nochmal eine Bewerbung bei Team Acer wieder drin bei ihm. Wenn er hier die Top 100 beim TTC schafft. Und weiß, wie man E-Mails schreibt. Jo. Er ist ja immer so ein Running Gag bei Frostboiler auch, wenn er in seinem Weekly Race dann Elephant das backt, dann heißt es immer, ja, diese Woche schafft er wieder nicht die Top 100, dann wird's wohl nichts mit dem Join bei Team Acer, denn er muss die Top 100 schaffen, um bei Acer mitmachen zu dürfen. Aber ich denke, für den TTC gilt die ganze Geschichte dann doch nicht und dann kann er hier so gut finishen, wie er will. So, wir schauen in die freie Kamera und sehen da wieder ein wildes Gewusel an Fahrern, das ist richtig lustig. Ruhr ist raus! Mensch! Ei, da ist es! Den hat's jetzt schon erwischt. Ja, das ist der zweite prominentere Fahrer, sagen wir mal. Den's heute erwischt, nach Kuhns. Ja. Damit Röhr draußen, der Sieger... von Frostboilers vierter Season und damit Gewinner von 500 Euro. Wir kriegen die lustige Pop-Up-Nachricht von Barney, dass Cuts erlaubt sind. Also, erlaubt oder auch erlaubt. In der deutschen Stream hier können wir auch erlaubt sagen. Ja, und wir gehen in Richtung dritte Map, ne? So ist das, während ich noch Ladebildschirm-Action hier habe. Ich hoffe, bei Pratt ist das Ganze ein bisschen besser oder geht das schneller vonstatten mit dem Ladebildschirm? Eher nicht. Da kriegen wir die Info. Ich weiß nicht, ob ihr den Predator hört. Nee. Aber scheinbar ist es bei ihm auch nicht besser. Na gut, dann
Hoffen wir natürlich das Beste, dass wir zumindest live zur Runde wieder da sind. Wir haben ja immer 10 Sekunden Warm-up hier standardmäßig in den ersten, auf den ersten Maps. Und dann sollte das, denke ich, kein Problem sein. So, Ja, dann bei geht. mir fahren sie jetzt los. Genau, wir gehen in die dritte Map und ja, können wir doch auch hier direkt nochmal gucken, ob wir hier ein paar brutale Stellen haben. Es geht zumindest recht weit oben. Also hoch in der Lüfte geht's los, aber das Ganze sieht trotzdem sehr entspannt aus. Also wir sehen keine miesen Jumps oder andere gefährliche Sachen. Ah, hier könnte man ein paar Abflüge vielleicht sehen. Dem Jump hier, den wir gerade eben gesehen haben. Aber scheint eigentlich auch nichts allzu Brutales sein zu sein. Wir sehen die freie Kamera, sehen da auch niemanden, der da groß abgeflogen ist. Alle kommen recht sauber durch und wir haben Ave hier ganz hinten. Ihren Massa die Runde gewinnt. Jo. Hyper 2K15. Ach Was will er Mensch. uns damit sagen, der liebe Massa? Und Ava hat es jetzt noch geschafft, weil ganz am Start der Major erst einige Sekunden später losfahren konnte. Also er ist quasi losgefahren, während der Rest im Finish war. Oder hat er wohl Schade. ultra mega rumgeleckt? Auch Neo Tom oder League Neo Tom liegt hier zusammen mit Kai Limio raus. Das ist ein schöner Name, Kai Limio. Klingt wie ein Cocktail. So, aber wo wir bei Massa sind. Er heute mit Hyper 2K15 Hype unterwegs. Ich weiß nicht genau, ob er damit diese nette LAN meint, die demnächst in Tschechien ja stattfindet, aber da ist er ja eingeladen worden. Das Ganze Ja. wurde ja gestern, glaube ich, released, oder? Du hast da ja die Infos parat. Ich glaube, heute war das, dass die ersten 8 Fahrer, ja, heute war es, die ersten 8 Fahrer bekannt gegeben wurden, die da nach Tschechien eingeladen wurden. Und da gehört Massa auch zu und auch ein paar andere, die wir hier heute mitsehen, während Santana die Runde gewinnt. Und Ah. ja, Jeffrey John Nein, X nicht der und Jeffrey, Steve nicht der S. Jeffrey. Weiß nicht, ob du den Cast von vor 2 Wochen gesehen hast, aber Ja, ist er da. immer so ganz knapp Vorletzter geworden, ne? Das war der Held von mir und Brad. Der Jeffrey. Na, jetzt hat sie ihn erwischt, zusammen mit seinem Teamkollegen Jonks und TG, der vorhin den Cut da entdeckt hat und als erster quasi die erste Runde da gefinisht hat auf der letzten Map. Genau. Ja, und für den Fahrer jetzt wieder eher so im Mittelfeld der Maps können wir ja mal den Blick auf den nächsten werfen, der in Tschechien mit dabei ist. Zum Beispiel der Insane vom Team Dignitas dabei, war ja auch schon bei ESWC mit am Start. Richtig, Oldschool-Player von Dignitas. Der liebe Genau. Insane. War in letzter Zeit nicht so viel unterwegs. Also ich habe Oh, ihn selten gesehen. Santana! Nein, Santana! nicht Santana! Das gibt's doch Doch, nicht. es scheint Santana zu erwischen. Santana Oh. ist raus. Das ist eine An bittere Geschichte. 98. Und Stelle. Sorrow Croatia auch draußen. Also auch ein bekannter Name und mehrfacher TTC-Mapper, der Sorrow. Ich glaube, jemand anders, oder sind wir jetzt schon? Ja, wir sind schon bei der Top 100, also haben wir jetzt nur noch zwei Knockouts und dann ist das natürlich doppelt bitter für Santana. Bittere Geschichte. Santana ja nicht in Tschechien mit dabei. Zumindest noch nicht confirmed, aber Ah, ich glaube, es kommen andere hier. vielleicht laufen die Verhandlungen. Wir sehen momentan Leo ganz an der Spitze zusammen mit Janex und mit Leo haben wir dann natürlich den nächsten Kandidaten, der in Tschechien dann da mitfahren wird auf diesem lustigen LAN-Event, was ja auch durchaus eine Innovation in Sachen Trackmania sein soll. Also die Infos, die wir da auf Mania Actu bekommen haben, die sind durchaus sehr interessant. Also es soll komplett neuer Style an Maps sein wohl. Und das Seeding soll ja auch überhaupt nicht in Trackmania stattfinden, sondern soll irgendeine ganz andere Competition sein. Und das ist natürlich was, worauf ich zumindest sehr gespannt bin. Ich auch. Und bei Haki Junior und Kubeis, die das Ganze da so ein bisschen mitorganisieren, ist man natürlich auf alles gefasst. Da kann von Bowling bis Bierpong, glaube ich, alles kommen. Ja, da dürfen wir gespannt sein, während wir Android und Dapi hier rausfliegen sehen. Beide nicht ins Ziel gefahren. Damit geht's in Runde 15 und das ist die letzte Runde auf dieser Map. Ja, und wir gehen weiter zum nächsten, der confirmed wurde als Spieler. Das ist der Birgi, der heute auch mitfährt. Der, ja, Team Captain von Dignitas, wird auch in Tschechien
mit dabei sein. Genauso wie Tween, der ja Zweiter jetzt schon zum dritten Mal beim ESWC geworden ist. Und ja, das wird ein starkes Rümpchen da in Tschechien in der Gaming-Villa sein. Auf jeden Fall, und da kann man ja eigentlich auch ein bisschen für Tween mal die Daumen drücken, nachdem er so viele zweite Plätze schon... Boah, Spam ist raus. Nein, das ist ja unglaublich. Spam. Der Abflug von Spam. Knapp hinter Mali. Oh, da wird sich Mali feiern hier, dass er den Pro- und ESWC-Gewinner auskickt. Und auch Nelki, der ja durchaus auch mal selber streamt, aber ich glaube heute nicht. Und in letzter Zeit war er auch nicht mehr so aktiv. Aber er ist auf jeden Fall auch draußen. Ja, klar, ja. Du hast den nächsten erwischt. Zu Tween, also ich weiß nicht, ich halte irgendwie schon ein bisschen so zu Tween, weil ich es einfach extrem bitter finde, wie oft er schon Zweiter geworden ist und wie nah er oft schon dabei war, wirklich ein großes TM-Event und eine große LAN auch zu gewinnen. Das stimmt. Das hat halt nie funktioniert. Und eins muss man ja mal sagen, Carl Junior ist jetzt noch nicht unter den bestätigten Spielern mit dabei und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass der für so ein vergleichsweise kleines Turnier dann aus Kanada bis nach Tschechien kommt und dann ist es vielleicht die Chance für ihn, ohne seinen ärgsten Konkurrenten. Ja, das ist ja so eine Geschichte, da ja die Anreise und der ganze Kram ja auch gesponsert wird, ist das natürlich bei Carl Junior eine richtig teure Geschichte. Der müsste ja dann mit dem Flugzeug quer über den Atlantik buxiert werden. Und das... Ja, genau. Ja. Und das tun sich die Kollegen wahrscheinlich dann doch nicht an, da von Esuba. Und das ist natürlich die Chance dann für Tween, da mal ein bisschen einen rauszuhauen, während Elephant einen raushaut und hier erstmal den Restart fordert, weil er aufgegeben hat. Ja, da kommt direkt der Chat von Dino. Ja, also das ist wieder eine Geschichte von Elephant, dass er jetzt hier anfängt zu chatten, ist einfach... wenn ich das richtig sehe, ist Tween ganz weit hinten. Ja, Tween und Xtreme sind aktuell an letzter Stelle, quasi. Ja, das wird ein Battle zwischen den beiden. Aber da fahren jetzt ganz viele in falsche Richtung. Ja, das habe ich gerade mit der Kamera hier, mit der freien Kamera schön eingefangen. Und da waren einige Fahrer mit dabei, die da respawnen mussten. Und das heftig. Machen hier ein paar Fahrer direkt nochmal. Eieiei. Und Barney, ja, Barney kriecht da rum und wird nicht mehr ins Ziel kommen. Nein, damit ist der Coder auch schon draußen. Ja, das war ein bisschen das Glück für Tween jetzt, muss man sagen. Der da mit Xtreme ganz hinten war. Ja, die haben es beide noch geschafft. Dafür ist es schwedisch. Vanilli ist draußen, der auch ein guter Fahrer. Hat auch schon in den letzten beiden TTCs fleißig Punkte gesammelt. Ja. Dann haben wir Wicker, Dexter, Kulisa, Sharky ist draußen, Edward, Reilak, auch ein Name, den man kennt. Und natürlich Elephant, der aus Versehen auf seinen Delete-Button gekommen ist. Ja, das ist natürlich bitter für ihn, aber gut für den ganzen Rest. Ja, ein weiterer Konkurrent um den ersten Platz ist somit raus. Genau. So, jetzt sehen wir mal Thompson ganz vorne von Team Hot und auch Poker, der ja nicht confirmed wurde leider. Ich fände es schön, wenn wir Poker da sehen würden, denn auf dieser LAN, denn ich glaube, beim ESWC ist Poker ja noch überhaupt nicht mitgefahren, also auch beim bei der Gamers Assembly wurde er ja bisher nicht gesichtet, während jetzt der Spam-Knockouter selber rausfliegt, das ist Mali. Mali, ja. Mit ihr, Delta. Bisbro hat hier gerade eben im Chat noch geschrieben, die Freundin haut den Freund raus. Das kam vorhin bei der Spam-Geschichte, da ist natürlich die Frage, weißt du was wir nicht wissen? Mali ist mit Spam zusammen. Ach, das ist sogar eine Dame, okay. Ja, das. Und ich glaube, die ist gerade sogar in den Niederlanden. Man sieht sie immer so bei Spam-Stream an der Seite mit. Ach, okay. Macht die ganze Sache natürlich nochmal witziger, dass sie quasi neben ihm sitzt und ihn hier rausgehauen hat. So, zwei Runden später selber rauszufliegen, da wird er sich natürlich freuen. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall mal bei Spam zugucken. Oder zumindest das VOD angucken. Zugucken sollte natürlich bei uns. Aber die Geschichte ist sicherlich dann auch lustig bei ihm. So, Daryl fliegt raus und Yannix von Viva. Und Leo schreibt ja auch schon im Chat auf dem Server Spam and Mali Divorce Incoming. Ja. Wo wir beim Poker waren, der nicht confirmed ist, ne? Mal sehen, vielleicht ist er unter den nächsten 8 Dealern. Teamkollege von ihm ist aber mit dabei,
Das war der Safran. Genau, und das finde ich eine richtig coole Story, dass er da eingeladen wurde. Ja, war ja beim ESWC als erster jetzt von denen, die da alle jetzt mit eingeladen wurden. Nicht aktiv als Fahrer, sondern als Beobachter mit dabei. Und ja, mal sehen, was er so reißen kann. Also genau, und Safran ist ja auch Team-Captain für das deutsche Team in der Nations Challenge und er hat ja die deutschen Fahrer ins Grand Final gelotst der Nations Challenge, wo es dann gegen Frankreich geht. Und das Ganze wird es dann sehr wahrscheinlich am Montag auch live auf Stubi TV geben, während Checker hier gerade noch in der Last-Minute-Aktion Stiff Master überholt, aber am Ende bringt es beiden nichts. Bringt nichts, nee. Ja, ich glaube, aktuelle Tendenz ist tatsächlich, dass es wieder zu Sonntag 18 Uhr geht. Muss man mal sehen. Jo, da hast du natürlich die Insider-Infos. Aber da lassen wir uns überraschen. Sonntag wäre auf jeden Fall aus unserer Sicht auch kein Problem. Werden wir dann noch schauen, wie wir das dann regeln. Hänge oder Hange hat sich hier gerade schon verabschiedet und hat aufgegeben. Hat das Spiel auch verlassen, also scheint möglicherweise ein Disconnect dann bei ihm vorzuliegen. Ja, und dann der King Sawyer hängt dem Feld ziemlich hinterher. Ich glaube, da gibt es keine großen Überraschungen mehr. Genau, wir sehen es hier in der freien Kamera schön, wie er da hinterher hinkt. Und wahrscheinlich jetzt auch den Knockout erfahren wird. Genau so ist es. Und wir sind auf 74 Spieler reduziert. Und dann auch beim Map-Switch jetzt. Wir kommen zur letzten Map. Genau. Und wenn die rum ist, können wir dann ja mal versuchen, so einen kleinen Überblick über das Fahrerfeld zu haben. Wir haben bisher sehr wenige Pros gesehen, die rausgeflogen sind. Nur zwei Stück. Coons und Spam haben sich verabschiedet. Das sind natürlich direkt wieder die beiden Streamer. Das finde ich sehr interessant. Und, dann so ein Roa ist auch schon mit raus. Und dann sind auch so richtig zwei, drei raus, wie zum Beispiel der Revi, die eigentlich auch immer ganz gut für Punkte gut sind, aber natürlich nicht ganz, ganz vorne mitfahren in dieser Saison. Boah, würde ich vielleicht doch noch zutrauen, dass er mal... Ja, der auf jeden Fall, Evi war, glaube ich, jetzt diese Saison nicht so gut mit dabei, auch wenn er schon in den letzten Saisons mal auf den Plätzen 4-5 irgendwie die Ecke damit rumgefahren ist. Ja, zwei Spiele haben wir noch, auf die wir nicht eingegangen sind, die in Tschechien mit dabei sind. Genau. Und der eine hat sich aus diesem TTC bereits verabschiedet. Nämlich, ihr könnt raten. Kunz, weil er sich direkt rausgeleckt hat. Genau. Hätte ja durchaus auch Spam sein können, der da angekündigt worden ist. Aber Spam ist noch nicht angekündigt. Ich glaube, der hat aber von sich aus gesagt, dass er dabei ist. Ach, okay. Also, den darf man da auch sehen. Aber ich glaube, so ein paar andere kann man da auch noch erahnen, dass sie dabei sind. Der Saber hat, glaube ich, auch schon gesagt, dass er eingeladen wurde. Und ich vermute mal, das hat die jeweils auch selber mitfahren könnten. Wobei die vielleicht auch nur als Organisatoren da mit am Start sind. Und der letzte Fahrer, der bis jetzt bestätigt wurde, ist Devil von Byronix. Finde ich eine interessante Auswahl, Devil. Ja, durchaus nicht wirklich so oft zu sehen in Trackmania. Während Alex hier am Rumgurken ist und dann noch rausfliegt. Ja. Zusammen mit THC Damage. Devil haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen auch beim TTC mal gesehen, aber seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er fährt, soweit ich weiß, auch nicht wirklich in einem CPS-Team, zumindest nicht in der ersten Division. Ja, der ist in der fünften Division ein bisschen vor Fun mitgefahren. Ah, okay. Aber nichts Ernsthaftes. Und ja, ich glaube, bei ihm ist es halt die Sache, dass er mit Euronix ein Team hinter sich hat, was ihn natürlich aktiv unterstützt. Und das sind dann halt so die Events, für die er Trackmania fährt. Von daher kann ich schon gut verstehen, dass dann da auch die Fahrer, die supported werden, mit rangeholt werden. Ah klar, ich denke, es macht schon Sinn, auch dann so einen Devil einzuladen, einfach um auch um eine Organisation wie Euronix halt ein bisschen eine Berechtigung zu geben. Mal ein bisschen frech zu sagen. Aber es ist ja schon so, dass... Da ja auch ein Teamkollegen dabei. Genau. Aber es ist ja schon so, dass es... Ich finde es ein bisschen schade, aber es gibt ja sehr, sehr wenige Einzel-Events,
für die es sich für ein Team wie Euronics, sag ich mal, lohnen würde, Einzelfahrer unter Vertrag zu nehmen. Das stimmt, dann eigentlich nur ESWC und Gamers Assembly, die regelmäßig stattfinden. Ja. Da kommt dann so ein Event natürlich gelegen, während wir hier Lynx und Pierre von Team Fox auf den Knockout-Plätzen finden. Ja, und hier dann jetzt, haben wir jetzt Isel von Speedo. Ganz hinten. Wird nicht mehr reichen, außer irgendein Crash hier. Full Stop. Können wir uns mal in der freien Wen er Kamera da gekommen angucken. ist. Genau, da ist Michelle. Aber Melbit respawnt da jetzt. Ja, Das und neue auch letzte. Lola mit Low Speed und Isel kann da eventuell. Ja, kann Oh, vorbeiziehen. Jetzt kommt das es hier aufs wird Ende natürlich richtig an. eng, ob der Lolle da noch mehr Speed nimmt, aber es reicht nicht für ihn. Da rettet sich die Michelle nochmal in die nächste Runde. Elbit und Lolle sind die beiden Fahrer, die sich aus dem TTC verabschieden. Ja gut, und um die Geschichte ein bisschen abzuschließen mit der netten LAN da in Tschechien. Wir haben da jetzt eine ganze Zeit drüber gesprochen, ja. Auf der Mania-Aktu-Seite, wo die News gepostet wurde, sieht man auch ein Bild von diesem LAN-Haus, wo das Ganze stattfindet. Und man muss schon sagen, das sieht richtig geil aus. Also da alles super Einrichtungen, mega modern, mit Swimmingpool im Hinterhof. Also da kann man sich schon gut gehen lassen. Ja, es ist eine Und ich tolle Sache, das denke, ist. da wird an dem Wochenende dann auch nicht nur Trackmania gespielt werden, sondern vielleicht auch mal die ein oder andere Flasche geöffnet. Ich denke, die werden da auf jeden Fall ihren Spaß haben. Aber es sei ihnen ja auch gegönnt. Absolut. Ja, jetzt haben wir hier Funstyle von den Easy Killer, der da als letzter rausfliegt. Und wir Ah, sind der EK-Stuhl. bei 66 Spielern, die noch im Rennen sind. Und die meisten, die hier einen Blick auf die erste Position werfen, auch einen Blick auf die Gesamtwertung im TTC werfen, sind noch dabei, so wie ich es sehe. Richtig. Ich wüsste mal gerne, warum Funstyle mit Stuhl unterwegs ist, weißt du Ich glaube, der hat sich mal Pfannstuhl genannt, so. das? Warum? Warum weiß ich nicht. Pfannstuhl. Und ja. Interessante Geschichte auf jeden Fall bei Funstyle. Ich denke mal, dass der pubertäre Humor in einem dann schnell das Pfannstuhl zum Stuhl macht. Kann man ja mal ganz witzig Ja gut, finden. ist ja zumindest nicht ganz so weit. Oh mein Gott, Extreme ist da mega am Boah, Rumfailen an den Pollern am Ende noch und damit hat's den ersten, oder nicht den ersten richtigen Topfahrer, aber nach langer Genießt. Zeit wieder mal den ersten Topfahrer Jo. rausgehauen. Zusammen mit R2D2. Was? Also das war auch ein Fahrerfehler, muss man so sagen. Richtig, wenn man da an die Poller gegenfliegt, dann. Ja, das Ende forst einen da zwar so ein bisschen über den Randstein zu fahren, aber das kann man natürlich auch vermeiden. Und wenn man da Ja, finde ich ein gutes eigentlich auf Ende. einer Da guten Zeit ist, kann auf jeden ja. Fall mal was passieren, noch am Ende. Werden wir sicherlich nachher auch noch ein paar schöne, spannende Runden sehen auf dieser Map. Während wir hier die erste Rotation hinter uns haben und jetzt wieder auf der ersten Map starten. Haben noch wie viele Fahrer? Ich sehe den Post nicht, das vom Plugin. Ich denke, der kommt gleich noch. Ich glaube, wir müssen bei 64 Leuten noch sein. Oder 62, eins von beiden. Auf jeden Fall nähern wir uns der Top 50. Wir von Barney jetzt nochmal hier, damit es auch jeder mitbekommt. Der Grascut hier am Ende ist erlaubt. Oder nicht hier, auf der War das nächsten in Map diesem ist er dann Jahr? Auf der erst. nächsten Map, ja. Ist auf der nächsten Map. So, jetzt möchte ich die Kamera noch hier einmal richtig positionieren und dann können wir die Geschichte auch schön entspannt verfolgen. Mahlzeit Santos, guten Abend. Finde ich ja schön, dass sich hier jemand mal im Chat auch meldet. Ihr solltet mal alle nicht so zurückhaltend sein. Der Chat ist sehr ruhig bisher. Finde ich etwas schade. Das haben wir während dem TTC auch schon anders gesehen. Aber es ist, wie es ist.
Während Servisia hier direkt aufgibt von Arne. Der war aber abgeschlagen hinten. Der hätte da nicht mehr viel reißen können. Dann haut's hier noch Benbe raus, der das Classic Mini Piece Tag, der seinen Namen hat. Finde ich ziemlich cool. Das Team ist ja schon seit Jahren eigentlich aufgelöst worden. Ja, so ein paar sind da immer noch halb aktiv, sag ich mal. Aber nicht mehr irgendwie. Ne? Ja, auf jeden Fall fährt da niemand mehr in der Team Competition, genau. Mit, so ja. Wollte ich das sagen jetzt. Auch unser früherer Host Jelle, der ja sehr viel selber gestreamt, gecastet hat und ja auch sich lange um die StubiTV-Seite gekümmert hat, war ja damals auch Fahrer bei Minipiece, bis sich das Team eben aufgelöst hat. Guter Mann gewesen, der Jelle. Ich weiß ja nicht, ob du ihn auch noch kennst. Ja, vom Namen her sagt er mir auf jeden Fall was. Hat ja auch bei Fragster viel gemacht. Ja, Stonehands steht jetzt hier am Start, das heißt, trifft nur einen und das ist nicht der Onio, weil er noch einen hinter sich hat, Orti. Aber an vorletzter Position. Hat er Glück, dass der Stonehand noch am Start steht, wenn das so ist, wie ich das gesehen habe. Ja, Tatsache. Ja, Worti haut's da raus und Onio hat ein bisschen Glück, dass er die nächste Runde sieht. Ein Kappa während das mit einer echt starken Zeit. Also, während wir im zweiten Durchgang schon auf dieser Map sind, noch mit 3 Zehnteln Vorsprung zu gewinnen, das ist schon ordentlich. Oh, ordentlich, das ist sehr stark. Wenn wir im Chat Santos haben, der sich über seine Bambusleitung beschwert und deswegen nicht gescheit gucken kann. Ja, wir haben heute natürlich HD am Start, also natürlich für manche dann vielleicht nicht so optimal, aber ich hoffe, die meisten von euch können zumindest flüssig gucken. Für diejenigen, die nicht flüssig gucken können, können dann auf jeden Fall das VOD ein bisschen buffern lassen bei YouTube oder da halt dann 480p auswählen, denn das ist ja die Qualität, mit der wir normalerweise immer streamen. Das Problem ist halt bei Twitch, dass wir halt keine Partnerrechte haben. Eigentlich könnte man die mal beantragen, denn ein Kunz, der ja Partnerrechte hat, hat auch nicht unbedingt mehr Zuschauer die ganze Zeit als wir. Der ist aber bei Acer. Ja, Fred hat natürlich den entsprechenden Einwand parat. Er hat natürlich seinen Acer-Vertrag und kann da ein bisschen, bisschen mehr rausholen wahrscheinlich als wir. So, Jess und Era haut's raus. Damit auch wieder ein Teamkollege von Jeffrey. Die performen nicht so gut wie die letzten Male leider. Die Jeffrey-Fahrer oder die Teams hier von Fahrer von LC, was auch immer das für ein Team ist, ist wohl nur ein TMNF aktiv, also ich kenn's nicht. Gucken wir mal in die Runde rein und da sehen wir Paxmauer ganz hinten, der da am Rangieren ist, wo ein frontalen Crash hingelegt hat. Ja, und auch hoffnungslos abgeschlagen ist. Richtig. Sehe. Und Luna scheint es da mit rauszuhauen. Und ja, dann sind wir bei unseren letzten 56 Spielern. Ja, wir nähern uns der Top 50 Marke und ab da wird's dann schon etwas ernsthafter und dann fliegt ja auch nur noch ein Fahrer pro Map raus. Also wir sehen noch jetzt 2 Runden. Eine Runde auf dieser Map und dann 2 Runden auf der nächsten Map noch. Wir können ja mal vielleicht kurz auf die Local-Rekorde gucken, denn die geben ja auch immer einen extra Punkt. Und da haben wir tatsächlich Kappa mit einem Punkt 61. Das ist, in der Runde ist er die gefahren, wo du auch gesagt hast, dass er 13. Vorsprung hatte. Da hat er auch den WR gefahren und ist da 500. vor Yannex, der bisher eine gute Performance macht. Ich habe ihn einige Male auch schon vorne im Scoreboard gesehen. Torti ist aktuell an allerletzter Stelle. Eieiei. Sieht gar nicht gut aus. Dann mit Mikkel. Von den Easy Killern.
Da haut's natürlich wieder zwei. Oh mein Gott, aber Varas und Michelle da frontal beide in dem letzten Slide. Und die werden dann noch überholt, zumindest. Ah, Alien Varas wird von beiden noch geschnappt. Michelle kann sich noch Shorty retten. Reicht's nicht, ja. Shorty, ah, da wird er keine weiteren Punkte sammeln können. Und das ist, glaube ich, auch der erste, der wirklich weit oben in den Rankings ist, der rausfliegt. Also ich weiß nicht, was ja, ist die Tabelle, glaube ich, am Start. Ja, der ist aktuell Dritter. Und Roa ist Fünfter, schon raus, aber... Genau, der ist auch schon Spam raus. Kunz waren beide... Sind beide bis jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten. Spam ist auf dem 17. Rang. Ja, mit Shorty ist es schon der Erste. Und Ravifly ist ja heute auch nicht dabei. Roa auch schon raus. Das heißt, außer Top 5 haben wir nur noch Poker und Kubeis. Und wenn ich mir das dann nochmal genauer angucke, mit Sander und Speed Unit, die auf 6 und 7 sind, ja, sind es schon einige hier außer Top 10, Top 11, Top 12, Marius 89 heute auch nicht da, die gar nicht mehr drin sind. Das heißt, wer eben gar nicht gestartet sind, ne? Genau. Der wird nochmal für ordentlich Trubel davor in den Scoreboards sorgen. Wenn Poker hier heute eine gute Performance zeigt, was er ja eigentlich immer macht, dann hat er die Chance, sich da gut abzusetzen vorne. Zusammen mit Kubeis. Drücken wir unserem Ösi die Daumen. Und hier haben wir jetzt die Map mit dem Cut am Ende, wo ich aber auch schon zwei verschiedene Versionen von gesehen habe. Von diesem Wasser zum Beispiel fährt so, dass er auf dem Gras, aber hinter den schwarzen Blöcken lang fährt. Und dann ins linke Ziel fährt. Manche fahren so, dass sie mit ein bisschen weniger Speed dann direkt übers Gras ins rechte Finish fahren. Da muss man mal sehen, was sich auf die Dauer als schneller erweist. Aber wir werden Wasser das... 8 Global aktuell. Wir werden das jetzt in der freien Kamera auf jeden Fall mal beobachten. Und wir sehen tatsächlich die Massalinie, aber es sieht fast... Oh, das könnte fast schneller sein. Er hatte am Ende noch richtig viel Speed. Die anderen Fahrer, die komplett übers Gras fahren, die sind ja natürlich extrem langsamer. Und das könnte sich ja für Massa tatsächlich ausgehen, dieser Cut über das Blaue, über den Blue Part, weil er da richtig viel Speed mitnimmt. Jetzt haben wir Hunter, der rausfliegt von IGN und Fax mit unglaublich viel Abstand. Auch mit dem Knockout. Oh, und Shorty meldet sich da direkt im Chat, dass das ja richtig dumm war. Ja, wir haben nicht gesehen, was er für einen Fehler gemacht hat. Das war ja direkt am Anfang, da war ja schon sehr weit hinten, war er der Shorty. Aber richtig in dem Bereich hat er da respawnen müssen. Ja gut, in dem Bereich ist das meistens ziemlich dumm. Wenn man ja, da hier den ersten Local hat aktuell der Thompson in der 37-16. Aber der Sheriff ist eben auch nur Punkt 17 gefahren. Das heißt, der Local kann bald fallen. Man sollte natürlich nicht vergessen, dass es immer ein Extrapunkt hier für den Weltrekord gibt. Auch kann wieder der hier Maps. Ich kann mir hier durchaus vorstellen, dass Massa mit seinem netten Cut da außenrum da vielleicht noch was rausholt. Jetzt in dieser Runde macht er das auf jeden Fall nicht. Razor fliegt am Ende immer richtig komisch ab, aber kommt da zumindest als 44 noch ins Ziel. Aber Chaos Hand erwischt es. Und Funny Raceman Jr. Genau, der... Das ist ja ärgerlich. Für die Top 50 hat es nicht gereicht. Das ist der Kollege von Elephant ja auch, der Funny Raceman Jr. Gemäßigte Version von ihm so ein bisschen. Ja, die meisten Spieler fahren hier über den Rasen und kommen dann von einer... Ich möchte jetzt mal bei Massa... Oh, Massa ganz weit hinten! Ich wollte jetzt eigentlich bei ihm gucken, wie er dieses Finish da regelt, aber stattdessen wird er jetzt gleich hier noch rausfliegen, wenn er jetzt nicht noch was das auspackt. Das wird jetzt spannend, ja. Jetzt fährt er sogar über den Rasen, hat vielleicht auch eingesehen, dass das schneller aber ist. Das reicht. Und das reicht für ihn! Doch, das reicht! Oh mein Gott! Oh Gott. Da wir jetzt in den Top 50 sind. Weil wir in der Top 50 sind, ich fass es nicht. Da wollte ich vorhin noch drauf eingehen, hatten wir jetzt gar keine Zeit mehr zu. Aber wir sind natürlich jetzt in den Top 50 Gott. Und damit nur noch ein Knockout pro Runde. Und Massa ist derjenige, der davon profitiert. Und hier jetzt die Runde überlebt. Stattdessen erwischt es MTMK von Team Arna auch. Oh mein Gott, was eine Runde. Da kann Massa sich mal bedanken. Ja. Können wir ihn ja vielleicht jetzt mal in dieser Runde
auf einem normalen Run begleiten. Wo wir uns in dem Finish nähren, wie er das jetzt hier am Ende macht. Ja, er fährt jetzt auch hier über den Rasen, also okay. Scheint das wohl das doch nicht die schnellste Linie zu sein, die er da erst gewählt hatte. Proud American, wer ist das denn? Das ist Saber, tatsächlich. Der hat hier gerade die Runde geholt und auch den dritten Local gefahren. Ja, wer mir bis jetzt so auffällt, ist Yannix. Der scheint echt gut unterwegs zu sein auf diesen Maps. Oh, hat einige starke... Hat auch den WR mittlerweile, das hatten wir nicht, hatten wir nicht gesehen. Und rausgeflogen in der Runde gerade eben ist Mikkel. Mikkel. Von den Easy Killern. Damit sind wir auch in der letzten Runde. Vor der großen Pause, denke ich mal. Denn bei 50 Fahrern oder ungefähr bei 50 Fahrern kommt er natürlich immer darauf an, wie die Map-Rotation passt. Da gibt es dann normalerweise immer eine Pause für die Fahrer, denn hier 1,5 Stunden durchzusuchen ist dann auch ein bisschen hart, denn man muss sich ja immer jede Runde aufs Neue fokussen und hat nicht irgendwo mal einen Part, wo man chillen kann. So, wir haben WebTV von Impact, den es hier noch raushaut, oder TMD wahrscheinlich der Name, das ist immer bei diesen lustigen Random-Namen ein bisschen schwierig. Aber wir sehen natürlich tatsächlich nicht die Pause. Ja, dann kommt die wohl erst nach der nächsten Map. Ja. Dann muss das eben noch ein bisschen warten, bis wir hier uns die das Fahrerfeld mal genauer angucken. Ja, kann, vielleicht auch gut damit zusammenhängen, dass gerade in den ersten Runden ein paar mehr rausgeflogen sind wegen der Lags. Ja, oder und dann auch auf der einen Map, wo ein paar den falschen Weg gefahren sind. So, Shorty fragt jetzt, ob die Top 7 Ergebnisse zählen. Das ist leider nicht korrekt, das zählen die Top 30 Ergebnisse, soweit ich weiß, nach einem mit einem relativ lustigen Punktesystem. Also der letzte kriegt dann halt noch einen Punkt, dann zwei, drei, aber das wird auch relativ schnell, werden das größere Abstände als nur ein Punkt. Ich glaube, der erste kriegt dann 45. Ja, ich glaube, der Shorty hat sich jetzt aber auf die Rennen der Saison bezogen, was ja 10 Rennen sind. Ach so. Die da die Punkte addiert werden. Das ist natürlich korrekt. Insgesamt, die, Top 7 von 10 Rennen. Das ist richtig, aber ich dachte jetzt in diesem im einzelnen TTC, da kriegt die Top 30 Punkte. Ja. Ja, okay, dann hatte ich das falsch verstanden. Naja, dann hat er natürlich recht, die Top 7 Ergebnisse zählen. Also das ist natürlich jetzt richtig, wenn er hier rausfliegt, dann ist das noch kein Weltuntergang. Und auch die anderen Fahrer, die du vorhin aufgelistet hattest, die heute nicht da sind, für die ist das kein Problem. Können natürlich in den weiteren TTCs dann noch die nötigen Punkte sammeln und das hier als Streichergebnis dann sich... Wir haben Karl Junior, der sich erstmal den WR schnappt und Razor ganz hinten, den es raushaut. Können wir doch mal gucken, wer hier vorher... Kappa hatte hier vorher den WR. Jetzt eben Karl Junior. Wir sehen im Chat auch, dass jetzt die Pause geaddet wurde. Also nach dieser Map haben wir dann die 5 Minuten Pause. Da können wir dann nachher vielleicht nochmal die Preise ein bisschen einblenden. Ich denke, die meisten von euch kennen die ja sowieso schon. Aber ich weiß nicht, ob der Predator die natürlich jetzt vor noch auf dem PC hat. Ich weiß, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Aber wenn er die jetzt nicht kurzfristig verfügbar hat, dann wollen wir ihn da nicht in die Scheiße reiten. Marco fliegt raus. Ja, das Feld wird enger. Sieht man jetzt auch dadurch, dass der rausfliegt, 2 Sekunden, sag ich mal, nur hinterm ersten Opa in dieser Runde ist. Der ist auf den ersten Löffel für sich übernommen hat. Richtig. Und im Übrigen feiere ich Mikkel für seinen Kommentar im Chat. Ja, wenn sich die Katze auf die Tastatur legt, wird's schwierig zu finishen. Das ist richtig bitter für Mikkel. Aber da ist er natürlich machtlos. Wenn die Katze kommt.
Dann war's das schon mal im TTC. So, wir sehen Massa, der sich hier schon einen kleinen Fehler erlaubt hat, ist etwas hinter dem Feld zu finden, aber es reicht, um ins Ziel zu kommen. Und richtig knapp da hinten, und da kommt tatsächlich Dino mit einer Hundertstel hinter Grono als letzter ins Ziel. Und richtig enges Feld, 1,5 Sekunden zwischen dem ersten Bergi, der auch mit einer Hundertstel hinter dem ersten Local ins Ziel kommt, und dem letzten, und das ist eben Dino. Damit ist das Admin-Team auch schon wieder geschlossen raus. Ja, Zocker TV meint, die Katze ist der Pro-Gamer. Ja, da sollte vielleicht Mikkel da einfach mal die Katze anstatt sich selber fahren lassen. Vielleicht kommt er dann mal weiter. Ein bisschen mehr Vertrauen ins eigene Haustier wäre das. Ja. Hier sei es jetzt, Zack. Erwischt zu haben, fährt im Feld weit hinterher. Währenddessen sehen wir vorne Queen eine neue Bestzeit mit und 37,73. Auch McNegro bleibt da unter der alten WR-Bestmarke, allerdings bin dann eben nochmal 6 Zehntel schneller. Wer verbirgt sich eigentlich hinter dem? Das ist auch die große Frage. Ich kann gerade nicht auf ihn draufklicken. Und wir sind ja jetzt auch in der Pause, da können wir das sowieso mal kurz überprüfen. Jo. Ja, Santos Retinik ist noch drin. Okay, Sterling ist sein Login, kommt offenbar aus Washington. Da ist natürlich die Frage, ob das so korrekt ist. Ach. Erinnere mich, glaube ich, an einen Fahrer, der mal bei Elite gefahren ist, der so ähnlich ist, aber ich weiß natürlich nicht, ob der sich dahinter verbirgt. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt. Verbirgt, aber das war auch jemand, der aus Kroatien kam, glaube ich. Kenne aus Amerika, also aus den USA, wirklich nur einen einzigen Fahrer eigentlich, der in der kompetitiven Trackmania-Szene unterwegs ist, und das ist Corey. Ich glaube eigentlich nicht, dass er das ist, von daher. Auf jeden Fall interessant, vielleicht habt ihr da auch mehr Infos als wir. Während wir Rubik von Team Hotspot. Shorty weiß doch garantiert. Ja, Shorty weiß im Prinzip im Zweifelsfall immer alles. Oder Paxmauer, der hat uns ja auch letztens mal gut aus der Patsche geholfen, als wir nicht wussten, wer Revi ist. Rubik scheint jetzt. Oh, der steht am Start. Sich rauszulaggen, wenn ich das richtig tatsächlich sehe. Tatsächlich, ja. Habe ich Rubik gerade noch hier announced. Aber es ist tatsächlich Kubais. So, und wir haben die Pause. 42 Fahrer noch drin. Ja, Bergi übertreibt mittlerweile immer Top 10. Ja, da hatten wir natürlich auch schon die Vermutung letztes Mal mit Pratt, dass er jetzt eben motiviert ist, weil er ja die Sporttasche da gewinnen kann, und die würde Bergi ja motivieren. Wieder in die. Okay. Ja, ins Trainingscenter, ins Fitnesscenter, zu McFit oder wo auch immer hinzugehen. Aber ich denke, das ist Spekulation. Wir wissen es nicht, aber wir können das auch nicht verneinen. So, wir schauen mal auf das Fahrerfeld, und da haben wir natürlich Tween erstmal ganz vorne, dann diesen mysteriösen McNegro. An Poker. Bergi, Zerif, der ja bei dem neuen Team MNM, die ja Fun-Team übernommen haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer, wie die ausgeschriebene Form vom MNM ist. Irgendwas mit Monuments oder so? Ich weiß es auch nicht mehr. Na gut, das, wissen wir dann eben nicht, aber. Ist auf jeden Fall sehr interessant, dass da ein weiteres Team von einer professionellen Organisation übernommen wurde, und freut mich eigentlich auch, dass das Ganze jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Schule gemacht hat, also unter anderem ja mit PKD auch, die ja von Penta übernommen worden, wo ja dann schon die eine Organisation quasi die andere übernimmt, oder zumindest das Team der das anderen übernimmt. Auch mit AT Gaming haben wir es ja vor kurzem gesehen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, und Monuments ist meilenweit daneben. MNM steht für Molotovs and Marshmallows. Wow, was ein wohlklingender Name, wunderschön. Absolut. Etwas, womit man sich auch identifizieren kann. Und ja, der Name der eigenen Organisation.
aktiv nach außen bringen kann. Ein paar Molotov-Cocktails oder Marshmallows. Hoffen wir mal für den Marshmallow-Serif, dass er heute so weit wie möglich kommt. So, wir gucken mal, wer noch dabei ist. Carl Junior haben wir dabei, Canot von Team Hot. Massa natürlich, Typer 2K15. Das ist Massa, damit ihr da auch Bescheid wisst. Dann haben wir Kappa, Leo, Yannex, Ricardo. Sehr interessant, dass er so weit vorne im Scoreboard steht. Dann Sabre, der unter dem alias Proud America unterwegs ist. Oder Proud American war das ja, glaube ich. Ja. Wird hier nicht gescheit angezeigt. Dann Owned Max haben wir, Tomil und Tom. Tom finde ich auch sehr interessant. Der ist sowohl hier als auch bei anderen No-Train-Events, unter anderem Frostboilers Weekly Race, auch immer gut dabei. Und auch in der Saisonwertung, glaube ich. Ja, der ist an sechster Stelle aktuell. Genau. Also seine Stetigkeit zahlt sich aus, ist auch heute wieder gut unterwegs. So, dann haben wir die Michelle, die vorhin schon mal fast draußen war. Onyo, auch schon mal fast draußen gewesen. Graf von Exception, Didu, Erik, Jeff, Selkov, Rubix. Dann haben wir Sissy Man von TAE. Den haben wir auch heute noch überhaupt nicht gesehen. Schleicht sich so ein bisschen hier unter dem Radar in die Top 42. Dann Thompson, Wack von Team Knights. Taksu, heute auch mit einer anderen Farbkombo unterwegs als das letzte Mal. Ich glaube, der war letztes Mal auch schon unterwegs. Ich glaube, der ist in der Top 30 auch aktuell. Der hatte vorher den Server-Assess. Ja, interessant auf jeden Fall. Er auch in der Competition-Szene recht unbekannt, aber hier im TTC ist er wohl gut dabei. Dann haben wir Keanik aus Tschechien, Far Cry 69, Railgun mit schwer lesbarem Namen, Ave von Team Q auch noch gut dabei, nachdem er vorhin auch schon mal fast draußen war. Melchi von Duck SP ist auch dabei. Hat hier das schwarze Tag. Ist wohl irgendwo ein bisschen traurig. Wissen wir auch nicht, was bei ihm los ist. Dann Haipu. Netterweise TTC auch hinter seinem Namen. Danik B. Auch ein bekannter Name aus dem TTC. Hat, glaube ich, auch schon Punkte gesammelt. Die letzten Editions. Warlord haben wir von Team Q und auch Hani von Team Q. Dann noch Farnes von Web. Bruno. Auch komplett untergegangen. Den haben wir noch überhaupt nirgendwo gesehen. Don Tomato von THC, Retinic ist noch dabei, Black Key ist noch dabei, auch Kubais, ne, Kubais war der letzte, der wahrscheinlich jetzt rausgeflogen ist. Richtig, und damit hätten wir es auch schon. Haben wir die Zahl doch gut rumgebracht. Ich weiß nicht, ob Pratt die Preise am Start hat. Jedenfalls werde ich sie jetzt nur kurz mal hier einblenden, dann könnt ihr sie im VOD auf jeden Fall sehen. Da haben wir auf dem ersten Platz diesen schönen Custom Design TTC Hoodie. Finde ich schön, dass das auch elegant falsch geschrieben ist. Also Hoodie mit Doppel-T. Ist mir auch vorher noch gar nicht aufgefallen. Ja, der ist natürlich extrem chillig, denn da wird dann im Nachhinein ja auch der eigene Name drauf verewigt vom jeweiligen Fahrer, der die ganze Geschichte gewinnt. Dann haben wir das T-Shirt, wo die ganze Geschichte genauso läuft. Also da auch der Sieger. Des TTC, oder der zweite Platz eben des TTCs, kriegt er seinen eigenen Namen drauf. Und dann haben wir eben noch auf den Plätzen 3, 4, 5 diese Sporttasche, die Cappy und die Tasche, die Tasse zum Tee oder Kaffee oder was auch immer trinken. Ja, und hier geht's jetzt weiter. Genau, wir sind pünktlich wieder beim Countdown. Wenn es live geht, am Start. Ich muss die freie Kamera noch kurz hier regeln, aber das kriegen wir hin. Dann können wir jetzt so langsam auch mal versuchen, ein bisschen mehr auf das einzugehen, was auf dem Server hier geschieht. Ja, Tag haben wir gerade ganz hinten. Wie nennt er sich? Angeeckt, aber so weit hinten, dass es irgendwie sein Ende finden kann. Keanu ist dann in Reichweite, wenn man die Fahne ist, oder auch Battlemap. Jetzt kommt er hier auch mit einer guten Kurve. Bisschen näher ans Feld ran, aber. Oh, jetzt zieht er da an Tom vorbei. Mein Schein Tom, den wir eben noch so gelobt haben, zu erwischen. Ah, ja. Bitte. Da mit einer 36,15 von ihm. Da 2 Sekunden hinter Serif und das reicht eben, um letzter zu sein mittlerweile schon. Unglaublich krasses Feld. Ich habe auch das Gefühl, das ist momentan, glaube ich, das krasseste TTC-Feld, was wir diese Season bisher haben. Also es ist unglaublich, wer alles noch dabei ist. Haben wir ja gerade eben auch beim Vorlesen schon mitbekommen. Ja, und vielleicht sorgen die Maps, die ja relativ simpel, sage ich mal, sind dann auch noch zusätzlich enge Seiten.
Gerade haben wir Tommy und Ave ganz hinten, während vorne Yannix und Poker das Ganze bestimmt. Oh, da sehen wir aber hier. Black Keysor ist ganz abgeschlagen. Das genau. Er ist frontal da vorhin wogegen geflogen und ich verfolge ihn hier noch auf seinen letzten Metern, aber es reicht natürlich bei weitem nicht, um da noch irgendjemanden einzuholen. Damit Blackie raus und Kappa gewinnt die Runde mit einer Punkt 18. Ist aber auch für ihn egal, denn er hat sowieso den WR. Oh, Onyo, was macht der denn da am Anfang direkt? Interessante Geschichte da bei ihm. Direkt am Start ist er jetzt mit Ricardo zusammen, glaube ich, hinten. Aber holt er direkt schon wieder ein paar Fahrer. Ja, Kian und Onyo sind da hinten, aber Onyo fährt da relativ gut den beiden anderen davon. Hier ist da hinten auch wieder ein bisschen enger, sodass man noch nicht genau sagen kann, wen es erwischt. Aber Ricardo hat da jetzt ein schlechtes Ende erwischt. Es scheint es unten gewesen zu sein, während Twin ganz vorne den neuen WR. Da wird sich Kappa ärgern. Denn die Map hier, die kommt danach nur noch in der Top 5. Und auch wenn Kappa ein guter Fahrer ist, kann er natürlich nicht davon ausgehen, dass er in der Top 5 nachher nochmal dabei ist. Oder Top 7, glaube ich. Jedenfalls ganz am Ende kommt die Map hier nur noch. Und das ist dann schon eine Vorentscheidung in der Hinsicht, wenn sich Twin hier jetzt mit der Punkt 4 200stel vor Kappa setzt. Wir sehen sie nochmal schön in der Übersicht. Ich hoffe, Pratt hat die Übersicht auch parat. Zumindest hier im VOD seht ihr das Ganze dann. Ja, Twin hat da so zwei Fälschungen geworden. Kappa ein und Yannex und Lisa. Nein. Auf der Strecke selber sehen wir jetzt Far Cry, der angeeckt ist. Ah, dann holen wir den Far Cry doch mal hier in den Stream. Wenn ich ihn finde. Ah, verdammt, ja, da ist er. Tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber er ist auf jeden Fall auf dem letzten Platz, wird sich da wohl auch niemanden mehr holen. Sissy Man, Vorletzter und Far Cry gibt da schon auf. Nochmal eine 96, nochmal eine Verbesserung von Tween. Unglaublich. Krasser Typ, dieser Tween. Ja, der scheint sehr gut heute unterwegs zu sein. Der geht ab wie alte Klebezettel. Im Übrigen finde ich interessant, dass Santos scheinbar überhaupt nicht interessiert in dem Hoodie ist, sondern die Tasse am geilsten findet. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann einfach zu gut für die Tasse am Ende ist, dann bleibt einem da nichts anderes übrig, als eben mit dem Toppreis vorlieb zu nehmen, der für einen persönlich dann eben nicht der Toppreis ist. Selber. Ist es hinten noch relativ unklar? Sheriff ist damit dabei. Okay, ist hier keine gute, doch, ja, Melchi eckt am Ende an und das ist sein Ende. Hätte der da die Kurve normal genommen, hätte es noch gereicht. So, geht er raus. Und wir wechseln auf die nächste Map mit nur noch 36 Fahrern an Bord. Und genau. Ganz gut, sind aber trotzdem alle noch mit dabei. Ich glaube, dieser Map sind jetzt. Keine der Pros rausgeflogen. Ah, ich glaube auch nicht. Kurz am Überlegen. Aber so viele starke Fahrer auf jeden Fall nicht. Wenn dann eine. Komm, wenn dann. Stimmt, doch, der am ehesten noch zu den besten Fahrern, die meisten Punkte zumindest haben, gehören. Stimmt, aber ansonsten hast du recht, da ist wirklich niemand groß rausgeflogen und das Feld wird immer stärker und immer krasser. Das letzte Mal, dass wir jetzt ein Warm-up sehen, danach geht's direkt nach dem Skip live und ich hoffe, dass wir das dann mit den kleinen Lags, die ich leider immer noch habe, dann einigermaßen vernünftig einfangen können, was hier vor sich geht. Ich finde lustig, dass Leo gerade GHLF schreibt, mitten im Event. Aber gut, dann ist das wohl so. Und hier haben wir jetzt wieder das interessante irgendwo. Ein bisschen Pech für den anderen Fahrer. Zum Glück des anderen Fahrers. Mit runden Entscheidungen. Und es ist Retinek, der dieses Glück jetzt braucht, weil er an allerletzter Position ist. Wobei Farnes und auch Jeff, der schon ab und zu mal ganz gut in den TTC abgeschnitten hat,
noch in Reichweite sind. Und McNegro ist angeeckt. Und wenn er jetzt rausfliegt, dann werden wir wohl nie erfahren, wer sich hinter ihm verbirgt. Und ja, so ist es auch. Tatsache. Und es scheint wohl wirklich niemand zu wissen, wer er ist. Kann uns ja jetzt auch egal sein, denn er ist als 36. kriegt er ja dann nicht mal mehr Punkte. Aber ist trotzdem ein bisschen seltsam auf jeden Fall die Geschichte mit ihm. Das hat's ihn da jetzt erwischt. Oh, wir sehen da direkt einen frontalen Crash. Wer war das denn? Das war der Railgun, den es da erwischt hat. Gucken wir ihn doch mal. Mit seiner dunkelgrauen Schrift ist er ja quasi unsichtbar im Scoreboard hier unten. Ja. Und das ist Glück für Jeff, der schon wieder da am Anfang weit zurückgefallen ist. Während Twin und Poker, wenn ich das richtig sehe, da ganz vorne sind. Und Haipu ist da langsam geworden. Und das reicht für Railgun. Der muss jetzt hier nur noch fehlerfrei durchkommen und dann ist es der Sieg. Haipu bleibt da hinten auch schon stehen. Also ist nicht der Sieg für Railgun, aber auf jeden Fall die nächste Runde für ihn. Und das ist ja das Einzige, worauf es drauf ankommt. Währenddessen sehen wir Tween, der den ersten Local Record sich schnappt und damit hier versucht, den nächsten Weltrekord sich zu holen. Ja, der scheint eine Mission zu haben. Ja, läuft auf jeden Fall auch bei ihm. Sonst ist das ja auch immer Massa, der da ganz weit vorne dabei ist, was diese Weltrekorde angeht. Den haben wir in den Rekordlisten bisher noch vermisst. Also ich habe ihn nicht gesehen, die letzten Runden. Während wir Railgun wieder sehr weit hinten sehen. Ja, ich glaube, der hatte hier auf der Map den WR. Doch jetzt, wo Poker und ihn beide eben gefahren waren, hat er ihn nicht mehr. Ah, Railgun eckt da nochmal an und wird da noch von Retinik überholt, aber ich glaube, da sind noch Fahrer hinter ihm. Wir gucken in der freien Kamera, da ist Farnes, genau, der macht jetzt noch hier seine Stunts und verabschiedet sich auf dem 34. Platz. Was eine gute Platzierung eigentlich ist, wenn man sich das Teilnehmerfeld mal anschaut und bedenkt, dass sie mit 150 Leuten in diese Ja, auf jeden Fall, da kann er stolz drauf sein. Leider kann er sich nichts von kaufen, denn nur die Top 30 kriegt ja Punkte. Von der sind wir jetzt nicht mehr allzu weit entfernt. Noch über. Ich schaue jetzt auch mal ein bisschen genauer, wen es ausschließt, um zu passen. Jetzt das Feld auch noch echt eng bei Thompson und Retinik dann ein bisschen weiter hinten. Haben wir sehen, Retinik. Und Poker ist jetzt ganz hinten. Und da schalten wir auf Poker drauf und schauen ihn dazu, wie er hinter Selkov auf der letzten Position tatsächlich. Das wird eine richtig enge Kiste von Poker. Er kann da. Oh, und der Abflug! Oh, nein, das war nicht Thompson. Ich habe nicht gesehen, wer es war. Ken war's. Oder Cannot. Und das ist das Glück für Poker jetzt, weil gegen Kelkis hätte es nicht mehr geschafft. Oh mein Gott, richtig üble Geschichte für Poker. Das hätte ganz bitter enden können. Da wäre er ganz knapp vor den Punkterängen rausgeflogen. Da hätte er eine große Chance vertan, heute ein paar Punkte aufzuholen. Aber so kommt es nicht dazu und er bleibt eine weitere Runde dabei. Ja, das TTC gehört halt auch Glück dazu. Ja, ein bisschen immer, ne? Retinek jetzt wieder am Ende des Feldes. Ich glaube, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der raus ist. Aber es ist wieder jemand, der ihm da Platz macht. Es ist Jeff, der ist nicht so gut unterwegs war hier am Anfang. Und jetzt ein... Auch Wack ist da noch angeeckt. Und Rubik's Warlord. Viele Anecker sehen wir da noch. Also Retinek kommt diese Runde auf jeden Fall durch. Ja. Warlord, er wisst es jetzt scheinbar. Genau, ja. Warlord. Der da am Ende zu viel Zeit verliert in der letzten Kurve. Die ist nicht so ganz ohne. Da muss man auch über die Randsteine hoppeln. Kann man sich durchaus mal auch auf die Schnauze legen auf der in der Kurve oder zumindest einen Slowdown-Fehler, Anecker, was auch immer produzieren. Oh, und bei Warlord lief es eben genauso. Er fliegt da raus. Und wir gehen währenddessen weiter auf die nächste Map. Hast du gesehen, ob Tween jetzt den WR auf der Map hatte? Der hatte den noch, glaube ich, ja. Dann hat Tween jetzt auf jeden Fall den ersten Extrapunkt sich hier geschnappt.
Denn die Map werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Oder wenn, dann nur noch zum Finale bei der allerletzten Runde. Und dass da dann noch ein WR fährt, gefahren wird, ist natürlich relativ unwahrscheinlich. So, wir sind direkt wieder live. Kein Warm-up mehr. Da sehen wir auch schon die Anecke. Ja, gut, dass Einen. sie dieses Railgun da jetzt erzielen. Während das Feld vorne gut durchfährt. Ja, Railgun und Rettinek auch ein bisschen weiter hinten, aber das Massa ganz vorne an der Spitze des Feldes. Auch hier kommen die Favoriten wieder ungeschoren davon. Ah, Und Railgun. entsprechend ein spannendes Finale. Railgun muss da auf eine Anecke hoffen, aber da passiert nichts mehr und er kommt da nicht als Letzter. Das ist Thompson, glaube ich, der sich noch durchgeleckt hat und dadurch jetzt Railgun doch draußen. Massa mit dem zweiten Local. Kappa Nur hier immer Kappa noch hier. mit der schnellsten Zeit und Massa schleicht sich da jetzt so ein bisschen dazwischen. Vielleicht kann er sich ja hier den WR noch mal holen. Vier Runden hat er auf jeden Fall noch. Dann können wir ja mal vielleicht auf Massa drauf gucken. Ihn jetzt hier finde, da oben ist er. Ah, ist aber da jetzt schon ein bisschen im Hintertreffen. Das, ja, und jetzt eckt er auch noch an. Da möglicherweise sogar hinten. Und Rettinick mit dem Abflug. Unglaublich, was macht der denn Oh, da? Michel aber auch. Oh, und jetzt fährt Rettinek nochmal gegen die Kante. Und das muss es wie gewesen sein. Ja, Aber also. knapp nichts passiert. Ja. Beim besten Willen, das darf er eigentlich nicht mehr weiterkommen jetzt mit solchen Union Abflügen. Yannex währenddessen ganz vorne. Jo. Jo, ohne mit einer 79 fährt er ins Ziel. Auch Yannex, eine weitere Runde, die er stark fährt. Ich weiß nicht, ob er schon Punkte hat, aber das könntest du vielleicht mal überprüfen, weil Yannex, das ist das erste Mal, dass er mir wirklich hier sehr positiv auffällt. Hat er schon mal einen. Ja, der ist an 14. Position mit einem eingetragenen Ergebnis bis jetzt und hat hier auch bis jetzt einen ersten Local sicher. Also, wenn der heute weit kommt, dann kann ihn das im Gesamtranking weit nach vorne bringen, weil wir haben ja gesehen, viele, die in den ersten 10, 15 Positionen bis jetzt sind heute nicht dabei. Währenddessen sehen wir hier jetzt Weg von Team Knights ganz hinten. Kappa ist da auch angeeckt, aber deutlich weiter vorne als es bei Bag oder Bargent hier Oh, ich der bin Fall ist. gerade mal auf Massa drauf, der hier vorne an der Spitze Ja. unterwegs ist und wirklich mit. Ah, da muss er jetzt vom Gas gehen und lässt den Sabre da an sich ran. Das wäre auf jeden Fall eine richtig starke Zeit gewesen von Massa. Da hätte er sich den WR mit holen können. Aber am Ende war es dann doch nur der fünfte Platz für ihn. Und Wack, du hast es schon angesprochen, war hinten und fliegt hier auch raus. Papa auf der vorletzten Position. Und wir gehen in die nächste Runde mit nur noch 28 Spielern, die jetzt hier dabei sind. Und Danek B ist direkt am Start. Der weit hinten im Vergleich. Aber Hani vom Team Q ist da jetzt angeeckt und kann von Danek B überholt werden. Oder Der sehen wir einen rechte EK-Fahrer frontal parken. Onyo, das ist, glaube tatsächlich. ich, auch der einzige Easykiller-Fahrer, der noch auf dem Server ist. Aber er kann noch an Saxo rankommen. Was man Ah, natürlich jetzt. da muss er aber auf den Fehler. Und ne, oh mein Gott, Kappa mit der Red Time. Ist das bitter? Und Oh, Onyo ist. lackt sich Oh. durch. Das ist ja unglaublich. Wie hat Onyo da denn. Was hat der denn für ein Glück? Das Oh. zweite Mal schon, dass er hier wirklich. Und So. Saber jetzt mit dem BM mit Oh. dabei. Meine Fresse. Das ist eine Story. Also, Onyo da wirklich. Ja, Der war Saxo schon und sicher Kappa. draußen. Also, ernsthaft, da hätte. Zaxo hätte noch ultra anecken müssen. Damit Onyo da überhaupt noch eine Chance hätte haben können. Ja, und das ist jetzt natürlich ärgerlich für Kappa, weil der heute echt gut unterwegs war, muss ich sagen. Hatte einige Da war der starke No-Slide Zeiten. von einem Q-Fahrer. Ja, der Hahn. Oh, der ist jetzt ganz hinten. Ganz interessant finde ich zu sehen, dass die im Mittelpart. Und Hani eckt jetzt auch mal an. Ich glaube, da. Ja, das war's. Nein, da ist Oh, Michel! Michel ist. Frontal!
Das ist mal ein spannendes Schneckenrennen hier. Das ist ein absolut krankes Schneckenrennen, aber ich glaube, Hani wird er das Nachsehen haben. Ist das lustig? Ja, ballert jetzt nochmal hier gegen den Pfosten und jetzt gibt er auch auf. Da kann die Michelle killen. Ganz verpasst, dass Yannick sich den WR hier geholt hat. Was für eine Zeit mit der Punkt 50? Ist er da über eine Zehntel vor Kappa? Und das ist, glaube ich, gerade auch schon die letzte Runde auf der Map. Oder auf jeden Fall, ja, ist die letzte Runde gewesen und damit holt sich Yannick hier auf jeden Fall schon mal einen Extrapunkt. Sehr, sehr nice, was Yannick hier abliefert und er hat ja, glaube ich, auf einer anderen Map auch noch den WR. Und wenn er die auch noch durchbringt, sind das schon zwei Extrapunkte für ihn. Und ich finde, mit der Performance, die er hier momentan zeigt, ist er fast ein Kandidat für die Top 10 oder sogar für den Sieg heute Abend. Absolut, also der ist gut dabei. Fände ich natürlich auch mal cool, wenn man Yannick dann mal demnächst vielleicht bei einem größeren TM-Team auch sehen würde, mit den Leistungen, die er hier zeigt. Ich denke, wenn er da ein bisschen traint, dann ist das auch möglich. Definitiv, der war ja mit VSP eine Saison lang in der ersten Division mit dabei. Aber dadurch, dass die dann jetzt hier zu dieser ESL-Season sich nicht mehr angemeldet haben, ist er auch nicht mehr angetreten, genauso wenig wie Sander. Und ja, wenn da ein großes Team anklopft, mal sehen. Da fände ich schon cool, so Penta Yannick klingt doch, oder Penta ist ja nicht, PKD Yannick klingt doch super, finde ich. Da so. Haben wir Tommy Lee, der... Sheriff ist raus! Nein, Tommy Lee ist ganz, ganz hinten, der hat wahrscheinlich geleckt. In der Tat. Ja, krass. Und das hier ist jetzt wieder die Map, mit auf dem, der nicht sicher ist. Ja, mit dem Cut, also das ist schon... Poker meint hier Punkt 90 ist kein guter WR. Und das ist die Map, wo Yannick tatsächlich WR hat. Und da werden vielleicht ein paar Fahrer jetzt noch versuchen, sich diese Punkt 90 zu schnappen. Poker da mit einer Punkt 07 auch reingefahren. Guck mal, ob mittlerweile auch jeder vielleicht gecheckt hat, dass es hier den Cut gibt. TTC-Man aktuell ganz hinten, aber noch in Schlagdistanz zum Feld. Massa führt die Truppe da an, ganz vorne. Scheint auch auf einer guten Zeit zu sein, muss jetzt aber weit rausgehen und lässt sich da einholen von Saber unter anderem. Und jetzt geht's hier wieder aufs Ende zu. Und TTC-Man ist der letzte THE-Fahrer, der noch dabei ist. Yannick, wie fährt die äußere Linie? Das wird knapp, oh mein Gott! Oh. Und da hat man wirklich gesehen, dass die äußere Linie langsamer ist als innenrum. Und Yannick B. Mit Glück. Gerade so. Eieiei. Und da erwischt es den letzten TTC-Man-Fahrer. Ja, genau. Den letzten THE-Fahrer. Den haut's hier raus. Schade eigentlich, Shorty. Oh mein Gott, was waren das denn für Abflüge? Und, ja, ich glaube, da war Owned Max auf dem Dach und der ist dann so weit hinten. Wen hattest du gerade? Owned Max, Owned genau. Owned Max, ja. Karl Junior ist auch angeeckt, aber so weit doch noch vor, ne? Vorm Owned Max, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der die hier noch einholt. Ein paar Spieler jetzt in diesem langgezogenen Feld. Die da zwischendurch kleinere Fehlerchen gemacht haben. Sag mal so, die Michelle ist noch dabei, also das solltest du nicht zu früh freschreien. Aber Michelle kommt auf Platz 21 ins Ziel, ist damit in der nächsten Runde und Owned Max von Team Wasp oder Acor, hat er beide Texte am Start, macht den Abschlug und fliegt raus. Queen ist BR gefahren, hat damit jetzt auch vier Maps tatsächlich den Weltrekord. Ach, was eine Geschichte ist das denn? Ja, wir sehen hier die Übersicht. Tween mit vier WRs und Yannick eben noch mit dem letzten. Da kann Yannick von Glück reden, dass er diesen einen WR auf jeden Fall schon sicher hat. Oh, und fliegt da zur Feier des Tages erstmal komplett weg. Hat Dido aber noch eine Vorsicht und Crab von Deption, der auch da jetzt angeeckt ist. Und im Feld hinterher. Paxu kriegt dann seinen Randsteinberg und... Bergie mit dem Namen Rammstein hat natürlich wieder sehr gut gepasst. Da mit dem Anecker und ich finde ihn nicht, aber den Bergie. So, da ist er hinten und es fahren mittlerweile auch alle um auf dem Rasen den Cut. Ja, nee, das war's dann. Jo. Habe ich gar nicht mehr gesehen, dass Bergie noch überholt wurde.
Leo auch auf der vorletzten Position. Massa mit einer 87 fährt da auch noch mal schneller als der vorherige Yannick wäre. Ich finde es eigentlich ganz interessant, jetzt mal auf Yannick zu gucken. Es ist ja die letzte Runde auf dieser Map und er ist schon wieder recht weit hinten. Das sieht nicht so aus, als ob er sich diesen WR hier zurückholen konnte. Onyo ist da ganz gut unterwegs. So ist aber langsam. Ist er, glaube ich, auch gerade slowed oder er ist angeeckt. Ja. Jet auf jeden Fall vom Team Massa mit dem Bug! Was war das von Oh, und Massa? jetzt ist der letzte. Das muss Ja. eigentlich das Ende von Massa sein. Der ist unglaublich weit hinten. Oh, richtig bitter. Jeff ist da Ja. noch auf jeden Fall mit Ich einem kann ihn nicht Fehler am überschreiten. Start. Ne, das war's. Karl Junior fährt nochmal den zweiten WR, aber es ist tatsächlich Tween, der sich hier den Punkt holt, den zweiten Punkt. Und Massa verabschiedet sich. Ja. Das Favoritenrollen. Moment mal, ich habe ja vorhin totalen Bullshit geredet. Als 35 Leute noch dabei waren, habe ich gesagt, die Map kommt noch ganz am Ende höchstens. Frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das hier ist jetzt die erste Map, die wir nicht mehr nochmal sehen. Oder zumindest, ich glaube, wir sehen sie nochmal nachher ganz am Ende. Auf jeden Fall ist da Massa, Yannick mit seinem einen WR dann wohl doch noch nicht sicher. Also das sollten wir jetzt hier nicht unterschlagen. Da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Jedenfalls sind wir schon wieder live. Ja, die Ladezeiten. Ich hab's nicht ganz pünktlich Rubik's geschafft. ist jetzt ganz hinten. Rubik's aktuell ganz hinten. Hast du Lust auf die Top 3 zu tippen? Auf die, wie meinst du Top 3? Ach so, na, jetzt noch nicht, das ist noch zu Noch früh. nicht? Ich würde es bei Top 10 machen. Vorher ist das. Also ich hab's mit Pratt oder Santana sonst immer gemacht, dass wir die Top, den Gewohnung ersten setzen. halt bei so Top 10 haben wir immer getippt, wer das Ding halt gewinnt, so. Okay. Dann machen wir es. Oh, jetzt recht weit hinten, aber da ist Grono, der hat sich richtig durchgeschlichen. Ja. Noch einen 21. Platz. Gibt Punkte für ihn. Und mehr für alle anderen. Oh. Top 20 ist erreicht. Danik Bieder direkt mit einem schwachen Start fährt er erstmal auf der letzten Position. Aber er muss da eigentlich nur jetzt drauf warten, dass vielleicht jemand aneckt. Nur in dem Teilnehmerfeld. Da sollte man da vielleicht gar nicht mal drauf hoffen. Jetzt Leo ganz hinten. Ja. Der jetzt aber hier in dem Sprung wieder ein paar Fahrer einholt. Immer noch keine Fehler, das ist richtig eng hier gerade. Wir Don schauen. Tomato ist jetzt am Ende des Feldes, ein bisschen abgeschlagen. Schauen mal Laura in die freie pusht das Kamera. jetzt auch. Ein Ja. paar unglückliche Kurven reichen mittlerweile schon, Das ist so, Don um es Tomato ihm ist zu da weg. schaffen. Du hast recht, es sind wirklich mittlerweile einfach schon auch Leitfehler, wenn man vom Gas gehen muss, obwohl man sonst dann gegen die Bande fliegt oder solche Sachen, die jetzt hier die Runde entscheiden können. Wir sehen im Übrigen Zerif, der sich den zweiten Local holt, aber Tween immer noch mit dem ersten WR. Und Michelle ganz vorne, das finde ich sehr interessant. Ist das nicht im Endeffekt vielleicht sogar noch jemand, den wir eigentlich kennen? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nein. Karl Junior ganz hinten. Aber nee, jetzt ist es Onio ganz hinten. Michelle ist ja ist eigentlich ein Kerl und heißt Baki und ist schon seit längerer Zeit. Oh Jetzt. mein Gott, Onyo holt sich Oh, da noch Rubik's Onio. zeitgleich. Jetzt muss man gucken, wie das mit dem Plugin war, ne? Genau, da müssen Ja, wir jetzt warten. Ja, es bei wurde Rubik's geupdatet und der letzte ist es jetzt haut immer, es da genau. raus. Ja, das. Onio wieder mit dem Glück. Der hat Unglaublich, Glück Onio, heute. ey. Das ist, ey. Was macht der Typ immer die ganze Zeit? Nee, Vaki ist auch im tschechischen, slowakischen Nationalteam unterwegs gewesen Okay. und mindestens seit 2019 in der TM-Szene unterwegs. Schade, ich finde Michelle einen schönen Namen. Finde ich schöner als Marki. Scheint er sich ja auch gedacht zu Oh, haben, seitdem als Michel unterwegs zu sein. Onyo da wieder langsam. Und Leo mit dem Landebug. Leo da ganz hinten unterwegs momentan. Und Danik B aber mit einem Noslide. Und der gurkt da auch mega rum.
Damit wird ja, möglicherweise. Sieht auch so aus, als ob Steam jetzt sei. Aber das wurde auch Zeit, meiner Meinung nach, denn Danik B schon lange Zeit immer eigentlich auf den letzten Positionen gewesen. Damit haut sie ihn jetzt auch raus. Yannex mit einer 81. Das reicht nicht, um sich den ersten Punkt zu. Den ersten Local zu holen. Den hat immer noch Tween. Der wird sich, wenn jetzt in dieser letzten Runde nichts mehr passiert, auch diesen Punkt schnappen können. So, wir sind auf Keanik drauf. Der ist, also zumindest ich bin auf Keanik drauf. Ist natürlich immer auch der Predator der noch, der die Technik macht, aber der ist auf jeden Fall hinten jetzt. Ganze Ecke ist ein Knapp dazu. So, und da ist die Michelle. Ich nenne ihn jetzt Michelle. Das ist einfach viel schöner. Der ist da ein bisschen ins Hintertreffen geraten, das reicht aber nicht für Keanik, um da noch ranzukommen und das wird sehr, sehr. Oh mein Gott, Serif mit dem Abflug! Und Serif ist der Fahrer, der ausgenockt wird, der die schnellste Zeit in dieser Session, zumindest in diesen 5 Runden, gefahren ist. Den erwischt es gerade, weil er da frontal an die Bande kracht. Richtig bitter von Serif und Keanik ist der lachende Vorletzte in dem Fall. Und damit sehr schnaut, dass der Endbildschirm einem sagt, Gewinner, Sheriff, und der ist rausgeflogen. Boah, das ist schon nice. Ja, das liegt eben daran, dass das Trackmania, wenn Punktgleichheit im Endbildschirm herrschen, das ist ja bei allen Fahrern, die durchkommen, der Fall, weil ja immer nur jeder einen Punkt bekommt, wenn er finisht, dann setzt das Plugin oder halt Trackmania, setzt dann den Fahrer an die Spitze, der die schnellste Zeit in der Session gefahren ist. Und das war Serif. Oh, gerade letzte, aber Arve ist angeeckt. Kann da jetzt vorbeiziehen da. Ja, ja. Arve. Sein wäre, glaube ich, jetzt mal ganz spannend, denn es ist immer noch eng da am Ende. Arve ist kein schlechter Fahrer. Und Onyo, aber muss da noch rumziehen. Onyo kann sich aber ein weiteres Mal retten. Und Onyo ist unser Jeffrey. Also ohne Witz, was der da gerade abzieht, der Onyo. Das ist das vierte Mal, glaube ich, dass er als Vorletzter hier noch die nächste Runde schafft. Er macht sie wirklich richtig spannend. Wir gucken mal kurz auf die Locals. Da haben wir auch wieder Tween vorne. Mit den 33,96 ist er der einzige Fahrer, der unter 34 Sekunden geblieben. Dann haben wir Jeff erstmal ganz hinten. Ja, der auch schon einige Male gesehen hat. Wir sind im Übrigen auch schon seit der letzten Runde auf der ersten Seite. Also als Orr gerade oder Arve gerade rausgeflogen ist. Jan ist jetzt angeeckt und ganz hinten. Ich glaube nicht, dass er das in der Kürze der Map aufbringen kann, außer irgendjemand macht jetzt den Fehler. Aber sowohl Jeff als auch Kuka, die da ganz hinten mit dabei sind, sehen nicht so aus. Und Jeff kann sich ein weiteres Mal durchretten. Aber Massa meldet sich jetzt hier auch zu Wort im Chat und ist traurig über seinen Bug und ja, da müssen wir ihm beipflichten. Das war richtig übel und unglücklich, was ihm da passiert ist. Aber Massa greift einfach dann beim nächsten Mal doppelt an und holt sich das Ding. So, wir gucken mal gerade auf Zaxu, der glaube ich hinten ist. Und da war aber dann der Abflug von, ich weiß es nicht, von der Michelle, nein! Ja. Die Michelle verlässt uns hier möglicherweise vorzeitig. Weil auch niemand am Ende noch Fehler macht. Genau, so ist es. Und damit verschwindet sie, er, vom Server. Wird 14. Ist aber trotzdem ein ganz gutes Ergebnis eigentlich. Würde ich sagen. Dino wettet jetzt hier 5000 Kopper auf Bergi. Finde ich auch eine nette Aktion. Ja, dann ist jetzt für uns auch die Zeit gekommen zum Wetten auf den Sieger. Na gut, wir warten noch die Runde ab, würde ich sagen. Und dann können wir es ja mal. Wir warten noch ab, okay. Oder dann sehen wir Zalkev mit dem Anecke. Ich gucke gerade auf ihn, aber da muss ja noch jemand hinter ihm sein eigentlich. Nee, ich sehe da niemanden mehr. Tatsächlich, dann ist Zolkov gerade auf der letzten Position von Team Q. Ist er der letzte Fahrer, der noch im TTC gerade für dieses Team eben die Fahne hochhält. Und damit ist es jetzt auch geschehen. Ja. Zolkov macht noch den Abflug hier und
ist damit draußen, Onio mit dem dritten Local, aber das bringt ihm keine Punkte. Da muss er schon die Zeit von Tween schlagen. Einbar schafft das momentan niemand. Das ist noch eine Runde. Ja, auf wen wetten wir? So, ich lass dir den Vortritt. Ich nehme jetzt einfach mal Yannix. Der hat mir so gut gefallen. Dann sag ich Tween. Der ewige Zweite. Ah, ja, da werden wir sehen. Ist er ja aktuell der Erste, ne? Von daher. Ich denke, da Poker ja auch immer noch dabei ist und auch Karl Junior und Onio Leo. Und Bergi und Leo und also Seba. Es ist einfach alles möglich. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Yannix da gut abschneidet heute auf jeden Fall. Ja, Zaxu ganz hinten ist zusammen mit Jeff und Didu eigentlich, die sind so die beiden unbekannten oder die drei eher unbekannten Fahrer noch. Zaxu zieht da jetzt noch ran und holt sich den Jeff. Was war das denn für ein geiles Finish von Zaxu? Wow. Ich glaube, da hat Jeff aber auch diesen letzten Slide überhaupt nicht erwischt. Kann sogar sein, dass das ein No-Slide für ihn war. Macht zwar, ja, war ein No-Slide. Ich sehe es gerade im Replay hier nochmal. Ich habe den Stream ja auch natürlich offen. Und Pratt tippt auf Onio. Ja, mal sehen. Onio hat starke Maps hier in diesem Map-Pack, aber auch welche, auf denen er ein bisschen geschwächelt hat, wie auf der eben gerade. Da kommt es vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was ja das Map-Pack ist. Bin natürlich wieder etwas spät wegen dem Skip, das ja, aber ich ein bisschen ist hier nichts wirklich passiert. Also alle noch. Ich glaube Karl Junior ist gerade ganz hinten. Jetzt aber Zaxu. Schauen wir mal auf Zaxu, wo ist er denn da hinten? Er ist da auf der letzten Position, muss da hoffen, dass er vielleicht an Sabre noch rankommt, der auf der vorletzten Position sich befindet. Wir kommen in den Endpart und der ist nicht ganz ohne, da wird vielleicht noch ein Anecker passieren. Nein, alle kommen sauber durch und Zaxu ist damit raus auf dem 11. Platz und damit Grats an ihn. Richtig, richtig stark von ihm. Massa meint, ob wir die Maniac 2 Preview gesehen haben zu der LAN. Ja, haben wir und wir haben ungefähr eine halbe Stunde. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde am Anfang des Streams darüber geredet. Also, wenn du da ein bisschen deinen Namen hören willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall das VOD. Ohne zur Dirtmap kann ich dir sagen, Massa, dass sie deutlich einfacher ist als die Map im Halbfinale, deutlich weniger anfällig für Bugs. Ich glaube, die wird dir durchaus liegen. Also mit ein bisschen Frame kannst du da auch durchaus was drauf reißen. Oh, du jetzt mit dem Bug? Ja. Weit draußen. Das wird ihn wohl erwischen. Wenn jetzt sie am Ende nicht nochmal. Nee, alle kommen durch. Passiert nichts. Karl Junior holt sich den zweiten Local, ja. Aber guck dir diese Zeit von Twin an. Punkt 77. Da fehlt noch ein bisschen. Und vor allem guck dir mal das Feld an. Das sind jetzt 9 Topfahrer. Aber richtige Topfahrer. Oh ja, wir haben noch Karl Junior, Yannix, Poker, Onio, Tween, Thompson, Bergi und Saber, genau, und Leo. Da war ich kurz wieder ein bisschen verwirrt. Leo jetzt auch leicht hinterm Feld. Muss mal sehen, ob irgendjemand sich dann Fehler erlaubt. Ich glaube mal gut durch. Karl Junior jetzt ganz hinten, aber Bergi. Ich weiß nicht, ob es ein Slowdown oder ein Anecker war, ist auf jeden Fall ganz hinten und das sieht nicht gut aus für Bergi. Sehr, sehr schwierig. Da verliert Dino seine ganzen Coppers, die er auf seinem Account hat. Denn Bergi schafft es hier nicht mehr jemanden zu holen und kommt als 9. ins Ziel. Ist damit aus dem TTC raus. Aber trotzdem immerhin 9. Ist zumindest schon mal was. Ich glaube, für Bergi ist das eine gute Position, denn er ist ja beim TTC öfter auch mal wackelig unterwegs. Acht Spieler sind noch mit dabei. Oh, wir gehen in die Top 8. Momentan. Oh, da war glaube ich Thompson, der da sich einen leichten Fehler im Slide erlaubt hatte. Na, war er nicht, er ist doch noch gut dabei. War das jemand? Und Saber ganz hinten. Zwei Aspiranten auf dem ersten Platz, könnte man eigentlich meinen. Ja, aber eigentlich das alles ganz eng. Das sind alles ja, mittlerweile Aspiranten. Saber ist aktuell. Oh, jetzt kommt sie echt auf den Speed in der letzten Kurve und. Onio wieder mit dem Glück. Und Tween schafft es, seinen ersten
Locals zu verbessern. Abartig dieser Onyo, ey, ne? Also ohne Witz. Das ist unglaublich. Er macht's halt einfach nochmal. Zeitgleich kommt er in die nächste Runde. Und für Sabre hat sich die Geschichte jetzt leider erledigt auf dem 7. Platz. Bleibe ich doch mal auf Onyo drauf, denn bei ihm scheint es ja offensichtlich jedes Mal so gut zu klappen. Wir haben einen neuen WR auch, den haben wir gar nicht mehr erwähnt. Tween hat da seine 77 nochmal verbessert auf 71. Leo ist jetzt angeeckt, am Randstein hängen geblieben. Und dann gucken wir auf Leo, der ist da auf der letzten Position. Ja, das scheint es gewesen zu sein, Leo. Außer hier am Ende passiert jetzt nochmal was, ist aber nicht der Fall. Wir sind in der Top 6. Yeah! Karl Junior, Onyo, Poker, Tween, Thompson und Yannix. Das ist doch mal ein Line-Up. Wenn ich sagen würde, dass das Finale bei ESWC Karl Junior, Onyo, Poker, Tween wäre, würde ich mich auch nicht wundern. Das sind vier richtig starke Fahrer. Ich gebe dir recht, also das ist ein Line-Up, das kann sich sehen lassen. Ich würde mal sagen, dass Yannix da doch der unerfahrenste von allen ist, die da momentan auf dem Server tummeln. Aber das muss ich ja nichts halten. Ja, Thompson hat halt extreme TTC-Erfahrungen. Ne? Der ist schon so oft TTC mitgefahren und ist so oft auch schon Top 10 gewesen. Bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er auch noch ein paar Runden hier schafft. Aber wir bleiben jetzt mal, wir gucken mal auf Yannix, wie er sich hier jetzt schlägt. Der hat auf dieser Map, das kann ihm natürlich entgegenkommen. Richtig, gerade eben im Übrigen auch Tween mit dem WR nochmal. Hat er sich den nächsten Extrapunkt geholt. Onyo mit dem Abflug! Bei diesem kleinen Sprung und auch Yannix da mit aber Yannix! Oh mein Gott, oh mein Gott! Onyo hat Onyo wieder Glück. Das ist jetzt ganz eng dahin. Boah, da muss Yannix extrem riskieren und Onyo, oh! Yannix kommt da ran, aber er hat nicht wirklich mehr Speed. Jetzt muss er da richtig rumfahren, aber er kommt da zu weit raus. Und das war's für Yannix. Onyo hat wieder Glück. Oh, und da ist mein Tipp raus. Yannix auf dem 6. Platz. Sagt er AD, aber im Endeffekt trotzdem sehr, sehr starke Performance, die er uns hier gezeigt hat. Da kann er stolz drauf sein. Ich denke, es ist auch die beste TTC-Platzierung, die er bisher hatte. Also vielleicht weiß Dino da mehr, ich habe halt nicht alle Ergebnisse im Kopf von den ganzen TTCs. Aber ja, auf jeden Fall eine starke Position von ihm. Und Onyo, ein weiteres Mal, trotz Fehler ist er weitergekommen. Scheint er jetzt angeeckt zu sein. Ist auch echt weit hinterm Feld zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da jetzt in die Wand gefahren. Das ist es gewesen für Onyo. Nichts gegen Onyo, aber das wurde höchste Zeit. Also so oft, wie er da jetzt schon auch wirklich hinten war und da noch jemand angeeckt ist und dann zweimal zeitgleich noch weitergekommen ist. Da kann er froh sein, dass er den 5. Platz hier am Ende noch holt und ist aber trotzdem natürlich eine starke Leistung von ihm. Für ihn 5. Platz, denke ich, auch eine gute Performance, gute Position, damit wird er zufrieden sein. Wir sind in der Top 4. Jetzt geht's um die dicken Fische, um die dicken Punkte. Karl Junior, Poker, Thompson und Tween. Und zwischen den Vieren entscheidet es sich jetzt. Und dein Tipp ist noch mit dabei. Tween ist noch drin, ja. Aber mit Poker und Karl Junior hat er natürlich zwei richtig starke und auch richtig TTC erfahren. Und wenn Thompson da jetzt ganz hinten... Aber Tween kommt da sehr, sehr weit raus. Ich weiß nicht, was er da vorhatte. Eckt an. Ja, der nimmt da immer die rechte Seite und eckt da jetzt an. Ich glaube, davon kann er sich nie wieder erholen. Scheint es wohl für meinen Tipp gewesen zu sein. Ah, offensichtlich. Da wird er niemanden mehr holen können. Und da vorne die Fahrer, die sind einfach zu erfahren, um da noch einen Fehler zu machen. Da passiert nichts. Karl Junior noch mit dem kleinen Jump. Und damit Tween macht den 4. Platz. GG an ihn auf jeden Fall. Hat sich mit den ganzen WRs, die er sich hier geschnappt hat, auf jeden Fall gut in Szene gesetzt. Holt sich da ja, glaube ich, 4 Punkte. Genau, hat auf dieser Map hier auch WR. Nein, auf der Map hat sogar Yannix WR. So hat er diese 4 Punkte schon sicher. Das ist richtig geil. Da hätte er sogar noch die Top... das WR-Ace quasi klar machen können. Aber das war's dann trotzdem für ihn. Wir schauen, wir sind noch jetzt richtig knapp. 3 Fahrer. Thompson, Poker und Karl Junior, wirklich alle noch ohne Fehler. Thompson jetzt mit dem Slowdown da am Randstein. Oh, das ist richtig bitter für Thompson. Aber er ist dann noch eng dran. Er ist echt eng dran. Ah, jetzt ist er ein bisschen weiter zurück. Poker hat dann starken Slide back runter. Das kann gewesen sein, ja. Und es kommt zum Battle
zweier TTC-Giganten, wenn ich das so sagen darf. Poker. Carl Junior und Poker sind, glaube ich, die beiden Fahrer, die am besten in diesem Format immer unterwegs sind. Ja, auf jeden Fall. Das wird jetzt richtig spannend. Ich erinnere mich daran, dass Carl Junior den allerersten TTC, den er gefahren ist, sofort gewonnen hat. Genau. Und zu Poker müssen wir ja nichts mehr sagen. Der ist eine TTC-Legende. Der hat, glaube ich, 5 TTCs mittlerweile schon gewonnen. Und das ist in diesem Format absolut krass. Boah. Aber erstmal muss er Carl Junior fahren lassen. Aber Poker kommt mit gutem Speed wieder ran. Oh, richtig viel Speed von Poker. Und Carl Junior ist da jetzt erstmal im Hintertreffen, aber das muss noch nichts heißen. Wir gehen über die Randsteine, keiner kriegt einen Bug und Carl Junior ist da immer noch gutes Zehntel hinter Poker. Das wird schwer jetzt für Carl Junior da noch ranzukommen. Poker nimmt gut Speed auf den Berg runterwart mit und das muss eigentlich die Runde für Poker sein. Oh, der kommt da noch weit raus und zeigt da Nerven. Aber ein bisschen mehr Speed. Carl Junior gibt auf. Und Carl Junior sieht das Poker. Ja. Und Poker gewinnt zum 6. Mal. In einem wirklich unfassbar stark besetzten TTC. Wow, das war... Das dritte Rennen der Saison. Für ihn auch der zweite Sieg diese Saison schon. Und ja, was soll man dazu sagen? Der Kerl ist einfach unfassbar gut in diesem Format und auf diesen Maps. Und es wird, glaube ich, echt langsamer Zeit, dass man den bei einem LAN-Event sieht. Weil... Ohne Witz, ja. Der das Potenzial hat ordentlich was zu reißen. Ja. Poker jetzt mit dem zweiten Sieg diese Season. Damit legt er auf jeden Fall schon den Grundstein, um einen von diesen 5 netten Preisen und vielleicht ja sogar den Hoodie zu gewinnen. Wenn wir hier nochmal kurz die Übersicht sehen und Dino seine Screenshots nachher für Facebook macht. Ja, Mann, schöner Start TTC. Hat mir gefallen. Ja, war mega geil. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu casten. Ebenso. Hier Grüße nochmal an Poker. Er sagt, schreibt hier, Fred soll ihn grüßen. Fred kann ihn nicht grüßen. Oder er kann sich ja vielleicht mal entmuten, der Fred. Damit er hier, dass wir seine nette Stimme nochmal hören. Aber... ich glaube, er hat... keine Lust. Dann ist das eben so. Na gut, dann wünsche ich... Poker mit uns vorliegt nehmen. Genau. Ja, Poker, du bist auf jeden Fall gegrüßt worden. Es sind Grüße im Stream vorhanden, ja. Das mal kurz hier als Info. Ich weiß nicht, warum mir schon keine Viewerzahlen mehr angezeigt werden. Das scheint eh die ganze Zeit ein bisschen gebuggt zu haben. Na dann, ich bedanke mich und ich sehe sogar, wir haben Quali-Auswahl bei Twitch. Wie ist das denn passiert? Also dann, ich bedanke mich für die rege Anteilnahme am Stream. War gute Zuschauerzahlen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wir haben ja wirklich ein super TTC gesehen. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Sky, fürs Co-Casten. Vielen Dank an Pratt für die Technik, ohne den wir hier diese ganze HD-Geschichte nicht hätten realisieren können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder, auf jeden Fall zu CPS und vielleicht auch zum Deutschland-Match. Das ist ja noch nicht fest, wann wir da online sein werden. Da werdet ihr auf Facebook definitiv informiert werden. Da könnt ihr uns ein Like da lassen, natürlich bei YouTube auch. Das Ganze ist ja hier eingeblendet im Stream, hat der Predator gut gemacht. Ich blende es jetzt auch selber nochmal ein für YouTube, dass ihr das Ganze seht. Und... ah, auch dem Channel könnt ihr natürlich ein Follow dalassen hier. Dann bin ich auch wieder glücklich. Kann ruhig schlafen. Ja, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende, schöne Restwoche, dann ein schönes Wochenende, genau. Und bis Sonntag.